Jetzt miteinander, da ist der David Galusche vom Solarmarkt. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Solar Pro Tool Webinar, wo der Petros Tylianopoulos wird Sie durchs Webinar leiten. Er ist bei uns Produktmanager für Montagesystem und Solar Pro Tool, wo er auch betreut und in- und auswendig kennt und Ihnen da die Grundfunktionen heute in unserem Solar Pro Tool Startkurs wird zeigen. Mein Name ist David Galusche, ich leite das Marketing beim Solarmarkt und darf unter anderem auch das Webinar heute für Sie veranstalten. Wir wollen, dass Sie heute aktiv dabei sein können. Also das ist nicht nur Einwegkommunikation, weil Sie sind ja extra dazugekommen, jetzt live. Und da sollen Sie auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und Fragen können platzieren. Sie können das so machen, dass Sie während dem Webinar Fragen stellen, die in den Chat stellen. Ich werde das aufnehmen und an Petros weitergeben. Ich werde das probieren einzustreuen, dort wo es Sinn macht. Also schreiben Sie da Ihre Fragen ein. Die nehmen wir gerne entgegen. Am Schluss vom Webinar haben wir noch genug Zeit, dass wir noch eine Diskussionsrunde machen können. Da muss ich jetzt sagen, ich zeichne das Webinar jetzt auf. Wir werden die Aufzeichnung dann stoppen, sodass wir in die Diskussion gehen können. Und ich habe jetzt gesehen, ich habe das in Schweizerdeutsch gemacht, mein Intro. Jetzt wäre ich froh, wenn Sie Hand erheben, dann können wir mal schauen, ob die Funktion geht. Hand erheben, wenn Sie kein Schweizerdeutsch verstehen. Jetzt ist vom Herrn Höhner ist schon Hand oben. Die nehme ich nochmal ab. Jetzt bitte Hand erheben. Gut. Wenn dem so ist, werden wir es auf Schweizerdeutsch durchführen. Ich mein Teil, der Petros wird das dann ein bisschen mehr in seinem Akzent machen, ist ein bisschen freier. Ich glaube, wir verstehen ihn trotzdem sehr gut. Super, also danke vielmals für das Feedback. Dann haben wir dann da ein Webinar, wo man in Schweizerdeutsch auch wieder anschauen kann. Und eben, wir werden für den letzten Teil, stelle ich das Mikrofon ab, so dass wir wirklich frei reden können, dass Sie Ihre Fragen können stellen und da keine Hemmungen müssen haben. Wir sind der grösste Partner für Photovoltaik in der Schweiz, der grösste Händler. Wir sind seit 30 Jahren ist der Solarmarkt am Markt und möchten zuverlässiger Partner sein von der Planung bis zur Installation. Wir sind mehrfach ausgezeichnet und zwar gibt es das Siegel, das Top-PV-Zulieferer gibt es seit 2016 und wir sind sehr stolz, dass wir das in jedem Jahr bekommen haben und das haben wir Ihnen zu verdanken, den Installateuren, die uns da sagen, dass wir einen guten Job machen. Und das, das nehmen wir natürlich gerne entgegen, sind uns bewusst und wir wissen aber auch, dass wir uns immer noch verbessern können. Und da arbeiten wir wirklich tagtäglich dran, sind dahinter, dass wir da für Sie die Dienstleistungen in einer immer noch höheren Qualität können durchführen. Der Solarmarkt gehört zur BayWa AG, das ist die Bayerische Waren AG. Das kennt man in der Schweiz ein bisschen weniger, ist ein grosser, weltumspannender Konzern heute. Ich vergleiche es ein bisschen mit der Fenaco in der Schweiz. Fenaco, wo in jedem Dorf, zumindest in der Ostschweiz, Getreide- und Düngerstellen hatte. Also für die Bauern eigentlich alle nötigen Produkte haben die Bauern die können bei der Fenaco oder bei der Landi holen. BayWa ist in Bayern so unterwegs. Ich weiß nicht, habe ich schon gesagt, die Bayerische Waren AG. Und hat in diesen bayerischen Dörfern eigentlich genau auch die Funktion gehabt für die Bauern. Aus dem heraus ist sie gewachsen, ist in den Bauhandel gekommen, ist auch im Energiehandel, Öl und Gas, unterwegs und ist da auch stark gewachsen. Da hat aber die BayWa-Leitung schon früh gesehen, dass das eigentlich keine Zukunft hat, mit Öl und Gas zu handeln und hat die BayWa RE für Renewable Energies gegründet und hat da unterzwischen 41 Gesellschaften in dieser Gruppe. Wir sind auch global umspannend unterwegs. Einerseits im Distributionsbereich, also im Handel für Photovoltaik, wie der Solarmarkt in der Schweiz und andererseits aber auch im Projekterstellen,
Da ist BayWa unterzwischen eine grosse Nummer mit Anlagen, die sie errichtet im Windbereich, grosse Solarparks und dann später auch in der Betriebsführung, im Unterhalt, wo die BayWa dann übernimmt, wenn sie mal einen Käufer für die Anlage gefunden hat, tun sie eigentlich die Anlage weiter betreuen. Da gehören wir drin. Das ist für uns natürlich eine riesige Chance seit 2013, wo uns BayWa da gekauft hat, weil das stärkt uns den Rücken gegenüber Lieferanten, wo wir einfach ganz ein anderes Volumen haben, wo wir abwickeln und auch für sie eigentlich bessere Preise für Produkte können aushandeln. Wir wollen nicht nur ein Boxmover sein, das heisst, wir liefern Ihnen die Schachtel, Sie haben die Bestellung gemacht und dann interessiert es uns nicht mehr. Und wenn Sie dann Probleme damit haben, dann schauen Sie selber, das ist nicht unser Weg, sondern wir wollen wirklich ein Partner sein. Und eine Partnerschaft hat Höchst, das ist immer schön, aber eine Partnerschaft hat auch tiefe Stellen. Und in diesen tiefen Stellen, da muss man Probleme lösen. Und das wollen wir sein, wir wollen ein Problemlöser sein, wir wollen Sie unterstützen. Für das haben wir eine spezielle Serviceabteilung. Wenn Probleme da sind, die Lieferung nicht korrekt ankommt, wenn etwas nicht funktioniert auf der Baustelle, tun wir sie gerne unterstützen. Da haben Sie natürlich auch die Hersteller, ich denke in erster Linie jetzt bei Wechselrichter, da haben Sie den Hersteller, wo Sie können anfragen können, der wirklich eine Hotline hat dafür. Wir haben in dem Sinne nicht eine Hotline, aber wir haben wirklich eine Serviceabteilung, die weiter wächst, wo wir Sie unterstützen, dass wir Ihnen schnell können helfen können, wenn irgendwo Probleme sind. Wir sehen auch immer mehr unsere Verantwortung in der Logistik, weil das ein Bereich ist, wo sehr, sehr wichtig ist. Das ist gerade momentan, wo Lieferschwierigkeiten sind von den Herstellern, nicht einfach, da allen ihren Wünschen gerecht werden, verfügbar sein mit Produkt. Wir geben alles. Das ist aber momentan eine sehr aufwendige Arbeit. Wir haben einen Support auch oder PMs, wo sie unterstützen, ich sage Pre-Sales-Angelegenheiten. Sie wissen nicht, welche sich die gescheitste Lösung wäre für ihren Kunden. Da bietet mir gern Hand, tun sie unterstützen beim Finden von der besten Lösung. Wir werden da Partner sein mit den Lieferanten. Wir sind langjährig mit diesen Lieferanten unterwegs, haben da langjährige Beziehungen. Und eine langjährige Beziehung, das gibt einfach Sicherheit, Vertrauen, es funktioniert. Das ist etwas, wo wir wirklich drauf bauen. Wir werden da innovativ sein. Das sehen wir immer wieder, dass wir Innovationen haben. Eine davon, die ich erwähne, zum Beispiel das ARES-System, das wir selber entwickelt haben. Die Legeschiene, wo wir heute sicher auch noch darauf eingehen werden. Auch eine Erfindung vom Solarmarkt. Also da sind wir auch immer wieder im Bereich. Dabei schieben die Sachen an, wenn es noch nicht gibt und können so weiterkommen. Dann Dienstleistungen, die man bietet für Installateure, eben wie da, wie Sie sehen, regelmäßig Schulungen. Also wir haben jetzt im zweiten halben Jahr sind das 30 Schulungen und Webinar, wo wir durchführen für Sie. Gehen Sie auch auf unsere Webseite, schauen Sie dort unter News, Schulungen finden Sie die Webinar. Wir schalten auch, jetzt aktuell noch nicht, aber sobald meine Kollegin wieder aus der Ferien zurück ist, schalten wir auch Webinar auf von Herstellern, dass Sie sehen, direkt Herstellerwebinar, wo Sie auch bei uns können einsteigen und dann das nutzen. Wir unterstützen Sie bei einer Erstmontage. Nutzen Sie das. Da haben wir beim Montagesystem haben wir die Möglichkeit, Ihnen das anzubieten, wenn wir da terminlich eine gute Lösung finden. Und wir können Ihnen, wir sagen dem heute auch Schulungen für ein Inbetriebnahme von verschiedenen Wechselrichter, Speicher. Das ist kostenpflichtig, aber auch das können wir Ihnen anbieten. Sie sind neu dabei, machen das Gerät erstmal, wenn nicht wahnsinnig viel Zeit verlieren. Wir zeigen Ihnen, wie es funktioniert. Das nächste Mal können Sie das allein. Dann tun wir Ihnen Planungsunterlagen bereitstellen, wenn Sie das wünschen. Aber wir stellen eben auch das Solar Pro Tool zur Verfügung, wo Sie ja kennen, sonst wären Sie heute nicht da oder wenn mehr dazu erfahren. Wenn Sie im Solar Pro Tool planen, machen Sie natürlich einen Schritt vorwärts, sage ich, mit Ihrer Firma. Sie machen sich unabhängiger. Sie haben die Planungskompetenz in der Hand. Wir sind nie vor Ort gewesen. Wir haben auch unser Planungstool, unser Planungsteam, die machen das, aber die haben meistens einfach eine Lösung, wo sie da können angehen und können da nicht x Lösungen angehen, wie sie es vielleicht einfach nochmal können optimieren und nochmal können weiter schauen, ob es einen anderen Weg gibt, wo sie da können weiterkommen.
Zum Solar Pro Tool sage ich, überspringe ich jetzt eigentlich. Das Einzige, was mir wichtig ist, wir haben eine Schnittstelle in den Shop. Und mit dieser Schnittstelle in den Shop können Sie direkt alle Artikel, die Sie verplant haben, sehen Sie mit Ihrem Preis und können eigentlich daraus dann relativ zügig eine Offerte machen für Ihren Kunden, sind so sehr schnell dabei. Solar Pro Tool gibt es in der Grundversion gratis. Das stellen wir Ihnen zur Verfügung. Alles andere sagt Ihnen dann der Pedros sicher noch. Genau, Sie haben es im Webshop importiert, können das nutzen, haben direkt im Webshop dann die Preise neben vom Solar Pro Tool, also das sicher eine riesige Erleichterung. Neu, also die Module haben wir schon länger im Import gehabt, neu sind auch die Wechselrichter dabei, wo wir direkt übernehmen, also das heisst, wir erleichtern Ihnen auch nachher die Arbeit zu bestellen. Ich sage, Sie bestellen eigentlich noch Kabel, Stecker, allenfalls GAC, wo Sie noch hinzufügen müssen, aber da haben wir doch schon einiges, wo Sie direkt importieren können. Nutzen Sie unseren Shop, wir geben Ihnen gerne das Login, wenn Sie wirklich Installateur sind, also das werden wir im Vorfeld prüfen, wenn Ihre Firma bei uns da noch nicht mit dabei ist. Im Shop haben Sie natürlich eben die Flexibilität, Preise abzufragen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wir haben ganz viel Wert darauf gelegt, Verfügbarkeit. Ich habe da immer noch eine Ampel, das stimmt schon lange nicht mehr. Wir haben 8 Termine, wo wir Ihnen anzeigen, wenn das nächste Mal Produkt wieder reinkommt. Also wir wollen Ihnen möglichst transparent zeigen, wie viel von diesen Sachen Sie da haben. Wir geben uns Mühe, dass wir alle umfassenden Informationen haben, Datenblätter, Montagesystem, Garantien zu den Produkten hinterlegt haben. Falls Sie mal Fehler entdecken, sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns das mitteilen, wir das können korrigieren, ein aktuelles Datenblatt hinzufügen. Unsere PMs sind da sehr bemüht, das zu unterhalten, aber manchmal kommen wir auch von den Herstellern einfach die Informationen gar nicht über. Das Produktportfolio beim Solarmarkt ist sehr breit. Das ist, wenn wir bewusst so halten, Sie schaffen es sicher innerhalb von unserem Portfolio auch zu differenzieren, spezielle Lösungen zu finden. Also findet alles, was ihr braucht, eigentlich zum PV-Anlage realisieren, außer ich sage jetzt AC-Komponenten. Da gibt es spezialisierte Händler. Gehen Sie auf die zu, wenn Sie im AC-Bereich Produkt brauchen, aber der ganze DC-Bereich effektiv vom Modul bis und mit Wechselrichter, alles was da dazwischen liegt, da haben wir Lösungen. Wir haben auch Lösungen für BPV, also Fassaden, Indachlösungen. Wir haben Gehwegplatten, also Sie finden da sehr spezielle Produkte, Lichtmodul, wo wir können anbieten. Also da haben wir sehr ein breites Portfolio, wo wir Ihnen können anbieten. Elektromobilitätskomponenten, wo auch immer wichtiger werden. Ladesäule, Wallbox, also auch dort sehr breite Menge an Produkten, wo rum sind. Zu den Schulungen sage ich nicht viel, da haben Sie ja gefunden und Sie finden die weiteren Schulungen auf unserer Webseite unter News. Da können Sie schauen, was noch weiter ansteht und da freuen wir uns natürlich immer, wenn Sie mit dabei sind, da bei uns bei den Schulungen. Dann möchte ich für meinen Teil mich schon mal bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und möchte das Wort an Pedros übergeben. Wo Sie durch die Solar Pro Tool Schulung führt und ich nehme gern Ihre Fragen entgegen. Besten Dank. Vielen Dank, David. Schönen guten Tag miteinander. Mein Name ist Petros Stylianopoulos. Ich werde Sie heute durch das Webinar für Einsteiger beim Solar Pro Tool führen. Und da wir jetzt schon eine Viertelstunde drin sind, gehen wir auch gleich rein da. Erstmal kurz die Frage, David, zeichnest du schon auf? Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit schon aufgezeichnet, also wir sind da. Gut, super. Falls ich es nicht gehört habe, ich habe ihn jetzt nicht über die Kopfhörer gehört, aber es wird aufgezeichnet. So, lege mal gerade los. Mir wäre heute eine recht detaillierte Einführung machen. Wir werden jeden Knopf, jede Ansicht einmal kurz erklären. Anwendungstechnisch werden wir ein einfaches, simples Beispiel zeigen. Und wenn wir die Zeit noch haben, ein zweites Beispiel, einmal ein Kreuzung- und Einlegesystem und geplant ist dann noch ein einlagiges Klemmsystem.
Weiter gehen wir dann einfach sehr detailliert auf die einzelnen Punkte, Bedienungselemente ein. Und für weitere Auslegungen und so weiter werden wir dann morgen in den fortführenden Webinaren darauf eingehen. Jetzt fangen wir mal gerade am Start an. Wenn wir eingeloggt sind, dann sieht der Bildschirm so aus. Ich hoffe, Sie sehen meinen Bildschirm. Hier oben links unser Logo. Wenn man da draufklickt, dann verschwindet immer diese Leiste. Das wird immer mitgeführt. Das hat so ein bisschen mit Übersichtlichkeit zu tun. Ansicht. Wir können hier ein neues Projekt anlegen. Das werden wir nachher nutzen. Das heißt, da können wir direkt draufklicken und wird ein neues Projekt angelegt. Wir können hier über diesen Knopf, wenn Sie den zur Verfügung haben, ein sogenanntes eDesigner-Projekt anlegen. Den eDesigner haben Sie, wenn Sie einen 30-Tage-Test-Account haben mit der Vollversion oder den eDesigner kostenpflichtig dann dazu buchen. Der eDesigner ist das Wechselrichter-Auslegungstool, wo dann auch Ertragsberechnungen gemacht werden, wo man verschiedene Sachen wie zum Beispiel in der Elektrik kann man die Verstringung der Module untereinander zeichnen, man kann eine Wirtschaftlichkeitsberechnung machen und vieles mehr. Deswegen bleibt dieser Teil kostenpflichtig. Der kostenfreie Teil bezieht sich dann lediglich auf die Montagesystemauslegung nach SIA mit Einzelteile, Zusammenstellung, Module, Unterkonstruktion. Hier kann man auf Projekt öffnen klicken. Ich mache das jetzt einmal. Wenn wir auf Projekt öffnen klicken, dann öffnet sich hier die Liste der angelegten Projekte. Da kann man dann eins anklicken, dann wird das geöffnet. Hier rechts ist die sogenannte Projektverwaltung. Wenn wir da drauf klicken, kommen wir auf ein neues Fenster. Sieht dann so aus. Hier können wir dann einzelne Projekte öffnen, löschen, können lediglich Dachdaten kopieren, also nur einen Teil des Projekts oder gesamtes Projekt kopieren. Der Unterschied liegt darin, wenn ich in einem Projekt irgendwas habe, was Fehler hervorgerufen hat oder ich habe versehentlich irgendwas falsch gemacht, dann beim Projekt kopieren kopiere ich alle Fehler mit. Bei den Dachdaten kopieren nur die ersten zwei, drei Schritte, bei denen ich eben die Dachdaten eingegeben habe. Ich kann hier über den Suchtext, ich suche jetzt mal zum Beispiel hier nach Flachdach abzeichnen vom Plan. Wenn ich dann hier Flachdach eingebe, dann rotiert das ein wenig und dann kann ich plötzlich hier aus dieser Liste was anklicken, wählen. Wenn ich irgendwas anklicke, dann erscheint das hier als Einzelnes, da kann ich wieder draufklicken, öffnen, löschen oder die anderen Bedienelemente verwenden. Zurück zur Startseite. Hier haben wir dann noch auf der rechten Seite einmal das Rädle für die Einstellungen im orangenen Feld. Wenn wir da draufklicken, können hier auf Ausloggen gehen. Wir können hier die Sprachauswahl treffen. Hier, wir haben Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch als Auswahl hinterlegt. Das pflegen wir so. Wenn man möchte, kann man sich auch andere Sprachen freischalten. Da kann ich aber nicht dafür garantieren, dass alle Übersetzungen korrekt sind, wie zum Beispiel Polnisch haben wir auch drin. Es gibt auch Japanisch und so weiter. Hier kann man auch seine Daten einsehen, also meine Daten, in dem Fall von dem Trainingsaccount. Also ich bin jetzt hier mit einem Trainingsaccount unterwegs, nicht der Administrator-Account, den ich sonst verwende, sodass Sie wirklich hier ein realitätsnah miterleben, wenn ich was falsch mache oder dass irgendwie eine Fehlermeldung kommt. Hier können wir über Large und Small Image hier oben, können Sie Ihr eigenes Logo einblenden. Sie können hier links Ihre Daten vervollständigen. Einfach wichtig ist, wenn das nicht geschehen ist von Anfang an, also manchmal kann ich nicht direkt auf Ihre Daten von Anfang an zugreifen, wenn ich einen Account anlege und dann muss man die Country-ID und die Währung selber auswählen. Per Default ist natürlich Deutschland drin, das heißt, da muss man hier Country-ID auf Schweiz wechseln und Region Währung Switzerland, wobei, nein, falsch gesagt, per Default ist nicht Deutschland drin, sondern Afghanistan, weil das unter A alphabetisch als erstes landet, hier genauso, dann sind wir immer hier. Das heißt, da als erstes immer die Währung wechseln. Bisher habe ich das noch nicht unter den Default-Einstellungen reinbekommen, sodass die das automatisch mit Schweiz und Switzerland hinterlegen können. Das heißt, das müssten Sie dann immer selber machen direkt. Des Weiteren können Sie hier in der Mitte den sogenannten Angebotskopf und Fuß anpassen. Das ist dann sozusagen beim Projektbericht. Die Ausgabe wird angepasst. Hier können Sie Schriftarten
Formate, wir können die Größe, Schriftgröße ändern, Farben für Hintergrund und so weiter, alles anpassen nach Ihren eigenen Richtlinien, sodass Sie nachher, wenn Sie einen Projektbericht drucken, einfach es so aussieht, dass der Solarmarkt da gar nicht dahinter steht, sondern Sie haben einen Projektbericht aus Ihrer eigenen Firma kreiert mit Ihren Logos, Ihren Farben, Ihren Schriftarten und so weiter, sodass es da nicht irgendwelche Querschnitte, Schnittstellen, Probleme oder sowas so gibt mit internen Richtlinien und Vorgaben und so weiter. Hier links außen auf der Startseite haben wir die sogenannte Projektliste. Das ist die Liste der zuletzt geöffneten Projekte. Das heißt, wenn ich hier ein anderes Projekt öffne, sagen wir mal das Training Chatdach, ich klicke hier drauf und dann gehe ich wieder auf Home, dann rutscht das auch automatisch nach oben auf die erste Stelle und das nächste rutscht nach unten. Also das sind nicht alle Ihre Projekte, sondern die zuletzt 8 bis 10 geöffneten Projekte, die Sie hier dann einfach sehen können. In der Mitte sehen Sie den News-Text, aktuell vom 28.07. Da wird es beim nächsten Update dann auch wieder ein Update vom News-Text geben. Da schaue ich immer, dass ich zumindest einmal im Monat oder spätestens alle 2 Monate mal hier das aktualisiere. Da geht es dann auch darum, was gibt es Neues im Solar Pro Tool, was wurde da geändert oder angepasst. Hier hatten wir zum Beispiel eine wichtige Änderung gemacht. Wir hatten immer eine Modultemperatur von Minimum minus 25 Grad Celsius hinterlegt gehabt, per Default, also auch Standard, damit die Stringlängen der alten Module, die wir hatten, nicht zu groß werden, also nicht 22, 23 Module in Serie und so weiter. Jetzt haben wir allerdings das angepasst. Neu wird die Modultemperatur anhand der Meteodaten des Standorts gezogen. Und wir haben das deswegen gemacht, weil wir jetzt die Systemspannungswerte nach NIN entsprechend der Korrekturfaktoren, die wir vorgegeben bekommen haben, ausrechnen und direkt neben dem MPP-Träger, sozusagen Auslastung des MPP-Trägers, steht nebendran jeweils Systemspannung nach den 3 NIN-Korrekturfaktoren. Und so können Sie das dann selber prüfen und wir müssen dann nicht noch ein bisschen vorsichtiger sein, sondern können mit reellen Werten der Modultemperatur arbeiten. Nur ein Beispiel von einigen. Zu uns finden Sie dann die Webinare und allgemein Links zu YouTube-Videos. Wir zeichnen das Webinar ja auch auf, stellen das dann nachher auch auf YouTube. Und wir haben aber auch Kurzvideos erstellt. Da können Sie dann, wenn Sie mal dann wieder nach 3 Monaten sich einloggen und damit schaffen mit dem Solar Pro Tool, aber Sie haben vergessen, wie ist das jetzt nochmal gegangen mit dem Zeichnen oder wie ist das und jenes nochmal gegangen, da habe ich Ihnen verschiedene Kurzvideos erstellt, die einfach mit ein bisschen Musik hinterlegt sind und dann kann man da einmal in 3, 3,5 Minuten durchschauen und dann weiß man wieder, wie das gegangen ist. So, und das haben wir die sogenannten eher langfristigen News, also Infos zum Ares-System, wie das Solar Pro Tool ist und Polysan, das ist der E-Designer sozusagen. Und hier oben rechts Solar Pro Tool Videos vom Hersteller selber, Leversoft. So, an der Stelle kurz dazwischen, bevor wir weitergehen. David, hast du Fragen bekommen? Nein? Dann gehen wir direkt weiter. Wir gehen weiter, indem ich hier jetzt direkt ein neues Projekt anlege. Wir klicken auf neues Projekt anlegen. Zuerst müssen wir hier alles dann ausfüllen, machen wir jetzt Schritt für Schritt. Als erstes geben wir hier einen Projektnamen, nennen das mal Training Dach 1.0 und das Datum vielleicht noch verkehrt herum, 21.08.19, so als sogenannte Seriennummer. Kommentar, da können Sie eintragen, was Sie möchten. Wir haben gewisse Standardsätze, die wir hier intern verwenden. Da geht es vor allen Dingen darum, dass wir oftmals bei Anfragen nicht alle Daten bekommen. Also manchmal fehlt die Dachneigung, manchmal fehlt der Sparrenabstand oder der Sickenabstand bei Trapezblech. Und deswegen verweisen wir in dem Kommentar vom Projektbericht auf der ersten Seite darauf hin, dass der auch geprüft werden soll auf korrekte Daten und gegebenenfalls dann, dass die nachgereicht werden müssen oder es eine Anpassung notwendig macht. Bei Planungsverantwortung können Sie Ihren eigenen Namen eintragen oder desjenigen, der dafür zuständig ist. Bei uns steht dann immer der Kundenname drin. Sagen wir mal hier Training Company und dann das Kürzel des Innendienstlers oder Mitarbeiters im Innendienst, der das die Auslegung durchgeführt hat. Projektadresse
Selbsterklärend, da trägt man die Projektadresse ein. Was man hier machen kann und sollte, ist hier das Google-Zeichen bedienen. Da klicke ich einmal drauf. Hier können wir über Google den Standort eingeben. Wenn Sie das über ein Tablet oder ähnliches ansteuern, können Sie das GPS-Signal einschalten und den Projektstandort über GPS ziehen. Jetzt machen wir mal hier unsere Firmenadresse rein, Neumarktstraße in Aarau. Dann wählen wir hier nicht einmal die Neumarktstraße 2, sondern ich klicke hier auf Satellit, suche das Gebäude, zoome ein wenig ran und da sehen Sie hier schon unsere Indachanlage. Da klicken wir einmal drauf, zieht sich hier nicht nur die Adresse, sondern was im Hintergrund passiert, hier werden die Höhenmeter im Hintergrund schon gezogen, das heißt die Standortdaten. Das kann ich hier als Projektstandort speichern, habe ich jetzt hier schon drin. Da kann ich hier noch Solarmarkt eintragen. Ich könnte hier noch meinen Vornamen eintragen, Telefonnummer und so weiter. Und was man jetzt auch noch machen kann, man kann es auf die Lieferadresse übertragen, indem man hier draufklickt. Jetzt haben wir die Lieferanschrift hier auch mit, als also die Projektanschrift als Lieferanschrift. Und es ist deswegen nützlich, weil beim Übertragen in den Webshop wird die dann auch als Lieferanschrift bei uns dann hinterlegt im Auftrag bzw. der Offerte. Wenn wir dann soweit sind, können wir dann einmal auf Speichern klicken. Jetzt haben wir das Projekt gespeichert. Kunde zuweisen, das brauchen Sie nicht hier, weil wir das, da arbeiten wir ja mit dem Shop. Bestimmte Funktionen sind obsolet hier im Solar Pro Tool, weil wir einen eigenen Webshop haben. Das machen wir nicht direkt bei Leversoft, dem Hersteller von Solar Pro Tool. Was hier jetzt zum Beispiel noch wichtig wäre, wenn Sie mehrere User in einer Firma sind, das heißt zwei, drei Arbeitskollegen arbeiten mit dem Solar Pro Tool in der gleichen Firma, die werden in so eine sogenannte digitale Arbeitsgruppe bei uns zusammengefasst, sodass sie gegenseitig auf die Projekte zugreifen können. Wenn jetzt einer gerade mittendrin ist in einem Projekt zum Bearbeiten, kann der andere nicht einfach reingehen und dann einfach darin arbeiten, sonst würde ihn jedes Mal sozusagen rausschmeißen aus dem Projekt. Aber wenn dann das notwendig wäre, sagen wir mal, Sie müssen unterbrechen, der andere muss da irgendwie rein, aus welchem Grund auch immer, kann man auch hingehen und sagen, so, jetzt speichere ich ab und dann klicke ich auf Projekt zum Bearbeiten freigeben und mache nichts weiter, sondern gehe einfach raus. Jetzt kann mein Arbeitskollege reingehen und darin schaffen. Wichtig ist das manchmal, wenn Sie mir Anfragen schicken als Administrator, dass ich da mal kurz zugreifen kann und was arbeiten kann. Inzwischen ist das so, ich als Administrator kann einfach sozusagen reingrätschen, aber es ist natürlich immer besser, wenn ich dann hier die Freigabe von Ihnen bekomme, dass ich daran auch arbeiten kann, dass wir uns dann nicht gegenseitig stören. So, dann haben wir hier gut nicht so viel weiter, nicht viel mehr zu erklären. Das war eigentlich relativ selbsterklärende Oberfläche. Trotzdem kurz die Frage an David, haben wir Fragen dazwischen bekommen? Petrus, aktuell noch nicht, nein. Aber ja, ich bitte alle aufzurufen, also stellt eure Fragen gern. Ja, danke. So, dann gehen wir zum nächsten Schritt über und zwar zum Schritt Dach. Und zwar ist das hier meiner Meinung nach auch der wichtigste Schritt von allen, denn hier legen wir die Grundlage jeder Auslegung. Wenn wir die Daten hier korrekt eingeben, dann kommt auch nachher eine realistische und korrekte Ausgabe, ein korrekter Projektbericht heraus mit Statik nach ACR und allem. Wenn wir hier die Angaben nicht korrekt eingeben, dann kann es halt sein, dass wir zu viele Module oder zu wenig Module auf einem Dach haben, wie auch immer, oder zu weit weg. Also wir planen zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine Doppelhaushälfte planen, aber Sie geben hier nur die eine Dachhälfte ein, sagen wir mal die rechte Dachhälfte und also die linke Dachhälfte brauchen Sie ja nicht, weil die belegen Sie ja nicht. Aber Sie müssen sie hier eingeben. Warum? Sonst sind bestimmte Windlastbereiche an der Dachfläche falsch berechnet und Sie haben plötzlich Dachhaken, die viel zu stark oder zu wenig belastet sind, wenn Sie dann näher oder weiter weg sind vom Dachrand. Und wenn der Dachrand gar nicht vorhanden ist, weil Sie die rechte Dachhälfte oder Gebäudehälfte planen und die linke völlig außer Acht lassen bei der Planung, dann haben Sie jetzt nur die rechte Dachhälfte eingegeben. Links sind Sie viel zu nah an der Dachkante. Von der Planungsseite her würde da hier eigentlich in Realität weniger Winddruck erzeugt werden, aber Sie sind an der Dachkante, also müssen wir mehr Winddruck klar einrechnen. Deswegen hier wirklich die Gebäudedaten eingeben. Wir haben hier verschiedene Eingabeelemente.
Also hier oben können wir, jetzt gehen wir mal erstmal hier oben durch, können hier natürlich speichern. Wir können hier auch eine benutzerdefinierte Dachfläche eingeben. Hier müssen Sie sich vorstellen, haben wir ein Koordinatensystem hier rechts, das im Hintergrund läuft. Und da können Sie jede Ecke einer Dachfläche einzeln eingeben. Also wir fangen immer mit der rechts unten an. Sagen wir mal, wir haben ein 5 Meter breites Dach und wir haben einen Absatz drin. Das heißt, dann mache ich hier 5 Meter, 2,50 Meter, alles in Millimeter im Übrigen. Da ist 0 der erste Punkt. Und jetzt gehe ich rechts hoch auf 7,50 Meter Dachtiefe gesamt. Und da sehen wir hier schon, da ist eine Linie gezogen worden. Jetzt kann ich hier auf X0 gehen. Und mit Y dann auch auf 0. Und dann sehen wir hier mit dem Absatz. Und jetzt müsste ich hier dann sozusagen noch zwei Koordinaten eingeben. Sagen wir mal so. Und dann das hier. Das haben wir jetzt hier immer noch den Absatz. Oder ich lösche das dann wieder einfach über diesen Bedienelement und gehe dann hier auf 2500. Und hier haben wir dann eben so eine Dachfläche gezeichnet. Also bitte geben Sie hier nicht Minuswerte ein. Das ist zwar möglich, aber nicht empfehlenswert. Das kann bei der Zeichnung führt das immer wieder dann zu Fehlern. Also halten Sie sich immer im Plusbereich des Koordinatensystems bitte auf. So, löschen wir das noch schnell, denn das möchten wir jetzt gar nicht als Beispiel nehmen. So. Wir haben dann hier die Dächer verwalten. Da haben wir auch gar kein Dach. Wir haben nur eins aktiv. Ich zeige das nachher mal. Wenn wir hier ein Satteldach eingeben, werden automatisch zwei Dachflächen dieses Gebäudes eingegeben auf dieser Grundstücksfläche. Wir können hier mehrere Grundstücksflächen mit mehreren unterschiedlichen Gebäuden und mehreren Dächern gleichzeitig in einer Planung zusammenfassen. Achtung, wenn das irgendwann viel wird, kann das auch mal zu viel werden und Sie verlieren die Übersicht. Oder wenn man dann ein Gesamt-3D-Bild von der ganzen Anlage dann macht und man hat irgendwie 75 verschiedene Dachflächen auf 30 verschiedenen Gebäuden oder so, dann wird das natürlich einen riesen Datenstau geben. Kann dann halt auch mal vielleicht gar nicht funktionieren, wenn die Internetleitung nicht schnell genug ist oder der Rechner nicht die entsprechende Grafikkarte hat, das zu verwalten. Wir können hier Schneelast berechnen anklicken. Das machen wir aber nachher hier rüber. Das heißt, wenn das zu schnell geht, nochmal hier Schneelast berechnen. Ich klicke drauf. Es öffnet sich ein neues Fenster. Darauf gehen wir nachher nochmal ein. Oder hier in das Feld reinklicken, Schneelast. Und dann öffnet sich dasselbe Fenster. Das gleiche auch nochmal bei Windlast. Hier und dort. Oder die Schneeabminderung hierüber und die Windabminderung. Darauf gehen wir auch gleich nochmal separat ein. Benutzerdefinierte Störflächen konstruieren, also wir können hier auch Störflächen konstruieren. Das geht jetzt im Moment nicht. Sie sehen, es kommt sofort eine Warnmeldung. Achtung, das geht ja gar nicht. Warum? Wir haben ja noch gar keine Dachfläche eingegeben. Das müssen wir erst im Vorgängig machen. Hier oben rechts, bei aktuelles Dach im grauen Feld, haben Sie die Dächerverwaltung, die immer mitgeht. Bei jedem Reiter finden Sie die Dächerverwaltung hier, können also von Dachfläche zu Dachfläche springen. Sie können hier das Projekt entladen. Neben aktuelles Projekt, ein kleiner Pfeil mit einem Kasten drin. Achtung, ich klicke drauf. Jetzt wird das Projekt entladen. Das heißt, ich fliege raus aus dem Projekt und jetzt gehe ich nochmal neu rein. Alle Daten werden neu gezogen. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn ich als Administrator aus der Ferne eine Änderung vornehme, speichere bei mir ab. Sie sehen das aber noch gar nicht. Das heißt, Sie müssen einmal die Daten entladen und neu laden. Petrus, wie viele Dachflächen macht es Sinn, in einem Projekt zu verwalten? Wo würdest du die Grenze ansetzen? Das ist schwierig zu sagen, das kommt nämlich auch auf die Modulfeldgröße an. Also das ist, man sollte darauf achten, dass man insgesamt nicht mehr als etwa 5.000 bis 6.000 Module platziert. Da kann die Datenmenge einfach irgendwann zu groß werden. Aber so von der Dächeranzahl her habe ich jetzt noch keine Obergrenze, sage ich mal, gefunden. Natürlich sollte man nicht ein ganzes Dorf oder eine ganze Stadt gleichzeitig planen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel verschiedene Sheddächer hat, man hat mehrere Lagerhallen, also so mit 10, 12 Gebäuden ist es kein Thema gewesen bisher, Flachdach, Schrägdach, alles gemischt miteinander. Und zwar 10, 12 Gebäude mit mehreren Dachflächen, also das war nie bisher ein Problem. Wenn Sie mal ein Problem haben, dann kommen Sie gerne auf mich zu, dann können wir da auch dann irgendwann mal den Grenzwert herausfinden. Es sind gerade noch zwei weitere Fragen hier gekommen. Wenn ich zum Beispiel ein Flachdach mit mehreren unterschiedlichen Modulausrichtungen habe, kann ich das gesamte Dach unterschiedlich
Unterdächer zusammennehmen? Also muss ich wie Unterdächer machen, wenn ich x verschiedene Ausrichtungen hätte? Sie müssen nicht Unterdächer machen, Sie können ein und das gleiche Dach einfach kopieren und in der Kopie eine unterschiedliche Ausrichtung wählen. Aber das zeige ich dann eher morgen beim fortgeschrittenen Kurs, wie man dann entsprechend die Ausrichtung anpasst und wählt. Aber das geht, man legt einmal eine Dachfläche aus mit, sagen wir mal, eine Ost-West-Ausrichtung und jetzt möchte man noch Südaufstellung dazu bauen, dann kopiert man das Ganze und arbeitet in dem kopierten Dach weiter mit einer Südaufstellung oder man sagt, man möchte einseitig aufständern, das ist aktuell noch nicht möglich, dass man sagt, ich möchte nur einseitig aufständern. Da kann man dann entweder einseitig eine Südaufständerung gehen, Osten oder Westen aufständern oder je nach Montagesystem kann man auch einfach sagen, ich plane da jetzt einfach eine Ost-West-Aufständerung weiter und ersetze manuell die Module mit rückseitigen Blechen und Zusatzballastierung. Dann ist noch eine Frage, und wie sieht es mit der Verschattung aus? Also da baue ich ja einfach Elemente, Beschattungselement, wo ich eigentlich mit einnehmen kann, oder? Also ich glaube, das ist auch etwas für morgen eher. Genau, das wird morgen nochmal angesprochen, aber ich kann das auch jetzt sagen, wenn Sie Störflächen einbauen, Sie können Störflächen auf oder auch neben der Dachfläche aufbauen und diese können Sie mit der Verschattungsanzeige auch darstellen. Das heißt, wie verschatten diese geplanten Störflächen meine Dachfläche bzw. meine Modulfläche und das wird dann ausgegeben bei der Anordnung, sieht man das farblich gekennzeichnet von 0 bis 100% Beschattung verhältnismäßig übers ganze Jahr hinaus gesehen. Was aber nicht passiert, diese Verschattung fließt nicht in die Wechselrichterauslegung ein. Da gibt es, das gibt dann wieder ein anderes Tool im eDesigner, aber darauf gehen wir dann in der eDesigner-Schulung ein. Mhm. Super, danke vielmals. Gerne. Wir sind hier oben rechts stehen geblieben. Wir haben hier die Anzeige bei aktuelles Dach, in welchem Dach wir uns befinden, den Namen des aktuellen Projektes. Und wenn Sie mal einen Supportfall haben, ganz wichtig, klicken Sie da drauf. Passen Sie auf, was passiert rechts oben. Ich klicke drauf, in die Zwischenanlage kopiert. Jetzt hat es bestimmte Daten in die Zwischenanlage kopiert. Ich gehe jetzt mal hier rein, einfach nur in Google, dass Sie das mal sehen können. Vielleicht öffne ich mal lieber eine Word-Datei. Und zeige dann einmal schnell kurz, ich ziehe das mal hier rüber, füge das Kopierte hier ein. Hier sehen Sie einen Link. Dieser Link nützt dazu, dass, wenn Sie mir den schicken, kann ich einfach draufklicken und ich lande genau dort, wo Sie den Link gesetzt haben. Also ich komme in Dach 1 in dieses Projekt direkt rein, wenn ich den Zugriff denn dazu habe. Ist gerade für Supportfälle ganz wichtig, dass Sie uns das gerade mitsenden mit Screenshots und einer kurzen Beschreibung. Was ist denn schon falsch gelaufen oder was für eine Fehlermeldung habe ich bekommen und so weiter. Den derzeitigen Bearbeiter sieht sich natürlich immer selber und die Leistung der aktuellen gewählten Dachfläche oder wenn man die denn geplant hat. Dann haben wir hier unterschiedliche Dachformen. Hier Satteldach, Walmdach, Krüppelwalmdach, Zeltdach und so weiter. Wenn Sie dann dieses Dachform bzw. Gebäudeart auswählen und dann auch eingeben, entsprechend werden auch alle Dachflächen gleichzeitig angelegt. Also gebe ich ein Satteldach ein, werden beide Dachflächen, beide Seiten miteinander angelegt in selber Größe, wie ich die hier eingebe. Walmdach entsprechend 4, Krüppelwalmdach sogar die kleinen Ecken, also 6, Zeltdach 4, dreieckige Pultdach, nur eine Dachfläche. Jetzt geben wir mal hier ein Satteldach ein und zwar starten wir mal mit einer einfachen Auslegung. Das heißt, wir geben mal hier einen First von 12 Metern ein mit einer Breite, also First zur Traufe von, sagen wir mal, 9 Metern, eine Gebäudehöhe von 10. Sie sehen alle Eingaben in Millimeter. Dachneigung geben wir mal 30 Grad und jetzt wollen wir hier die Ausrichtung Ost-West haben. Wenn wir jetzt hier bei der Ausrichtung drüber fahren über den Infobutton, Sie sehen hier rechts oben, das Feld ändert sich. Da sehen wir dann, dass der vom Kompass, der hinterlegt ist, 180 Grad Süd ist, 0 Grad Nord, 270 Ost und 90 Grad West. Das heißt, ich möchte jetzt ein Ost-West ausgerichtetes Gebäude anlegen. Das heißt, ich gebe die eine Dachfläche hier mit 90 und die andere mit 270 ein. Jetzt muss ich eins von beiden wählen. Ich fange jetzt mit dem Ostdach an, gebe also hier 90 Grad ein. Dann wird automatisch die zweite Dachfläche nach Westen ausgerichtet, also 270. Dann können wir hier noch zwischen diesen beiden Buttons auswählen, Dachparallel oder aufgeständert.
Da wurde das ganz speziell für uns im Solarmarkt angelegt, die aufgeständerte Variante. Da landet man direkt aufs Trapezblech mit dem sogenannten Aufständerungsprofilpaar. Wir haben die Möglichkeit, bei Trapezblecheindeckung eine zusätzliche Neigung zu erzeugen. Das heißt, mit der Neigung des Dachs mit oder dagegen eine zusätzliche Aufständerung aufzubauen. Da haben wir ein spezielles System da dazu. Gehe ich jetzt aber nicht nochmal extra drauf ein. Für Sie jetzt wichtig, dachparallel, das heißt normale Schrägdachplanung. Und dann können wir hier über die Eindeckung, die Dacheindeckung wählen. Hier sehen Sie schon unterschiedliche Frankfurter Pfanne oder das Ähnliches. Das ist ein Standard-Ziegeldach. Können hier Wellblech wählen, Sandwich, Falzdach, Trapezblech, Biberschwanz, Schiefer, Flachbeton, Wellfaserzement, also Welletenit. Wir verwenden hier möglichst allgemeine Bezeichnungen. Und dann gibt es hier noch das Indach-Solarstand. System für gerahmte Module. Was hier noch fehlt, ist das Ares-Indach. Das wird hier auch als Dacheindeckung zukünftig auch aufgeführt werden. Im Moment müssen Sie fürs Ares-Indach immer Frankfurter Pfanne, also ein Ziegeldach wählen und nachher später bei der Modulauswahl die Ares-Module wählen. Da wird dann auch automatisch die korrekte Konstruktion gewählt. Verschattung. Ich sehe gerade hier die Frage, wie sieht es dann mit der Verschattung aus? Werde ich nachher noch zeigen. Aber das Kurzvideo hast du ja auch gerade gepostet. Danke. Als nächsten Schritt geben wir noch die Schneelast ein. Also hier noch immer Infos da dazu. Wir klicken hier drauf. Jetzt sehen Sie hier Meter über Normalhöhennull. Also die Höhenmeter wurden schon mit den Google-Daten, als ich auf den Standort geklickt habe, gezogen. Wenn Sie jetzt nicht die genaue Adresse eingeben, sondern nur die Ortschaft zum Beispiel, dann wird der höchste Punkt von dieser Gemeinde hier gewählt. Achtung, das hat erst vor kurzem wieder ein Beispiel bei uns intern gegeben, bei dem wir einen Höhenmeterunterschied hatten beim tatsächlichen Projektstandort von etwa 460 Metern. Aber die Gemeinde hatte den höchsten Punkt bei 1150 Metern. Hat natürlich massive Auswirkungen auf die Schneelast. Also wirklich immer das Gebäude aussuchen und bei Google einmal draufklicken, dass wir wirklich den reellen Wert haben. Die Dachneigung, die wir vorgängig eingegeben haben, ist hier automatisch übertragen worden. Jetzt haben Sie hier schon bereits ein Info. Die Bezugshöhe für Aro ist 0. Oder bitte informieren Sie sich im Zweifelsfall selber. Was ist die Bezugshöhe? Das ist im Grunde genommen die Schneelastzone. Also da, ob das jetzt hier steht, hier plus minus 0 in der grünen Fläche, hier, die gelben Flächen sind minus 200 und so weiter. Da könnte genauso gut A, B, C oder Max Moritz stehen oder ein anderer Name. In anderen Ländern steht das auch anders drin. Lassen Sie sich nicht beirren anhand dieser Faktoren, sondern wählen Sie einfach die Zone aus, in der Sie sich befinden mit dem Projektstandort. Hier kann man die Schneelastzone wählen. Bevor ich das mache, kurzer Hinweis: Haben Sie einen Schneefang auf dem Dach oder werden Schneestopper oder ein Schneestoppsystem nachträglich eingebaut, müssen Sie diesen Knopf hier wählen. Schnee kann nicht abrutschen, denn ansonsten wird mit einem Faktor, der von der SIA so vorgegeben ist, gerechnet, dass der Schnee abrutschen kann. Wenn Sie aber einen Schneefang haben oder ein Schneestoppsystem auf der PV-Anlage, dann kann der Schnee nicht abrutschen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel beim Ares Indach eine Planung machen und Sie fügen einen Schneefang ein, dann wird das automatisch im Hintergrund schon korrigiert. Aber wir wissen ja jetzt nicht, haben Sie einen Schneefang oder nicht. Wenn Sie das unseren Kollegen nicht nennen bei der Projektabteilung, die machen eine Planung und in Realität ist da ein Schneefang vor Ort, müsste man schon diese Korrektur durchführen. Es gibt etwas mehr Schneebelastung, die dann in der Statik nach SIA berücksichtigt werden muss. Was wir hier noch haben, unten links bei Schneelast berechnen, Windlast berechnen und den Abminderungen, haben wir die sogenannten Richtlinien der Solarmarkt GmbH zur Lastenminderung und Auswahl der Geländekategorien. Die können Sie auch herunterladen. Die haben wir als Handout in den Unterlagen abgelegt, dass Sie die durchlesen können. Das sind zwei DIN A4-Seiten. Ich öffne das mal hier in einem neuen Tab. Eine kurze Einführung zu der ganzen Geschichte und auf der zweiten Seite das Vorgehen bei uns intern, dass wir dann empfehlen, auch die Vorgaben bezüglich der Auswahl der Geländekategorie bis zu einer Gebäudehöhe von 100 Metern. Warum? Weil ab 100 Meter und aufwärts gelten nicht mehr hier die Standardauswahl, denn da sind auch keine Gebäude oder anderen Bewaldungen, sage ich mal, irgendwas im Weg, was den Wind abbremsen könnte. Da haben wir natürlich extreme Windlasten da oben. Das in Ruhe mal durchlesen, einfach mal 5 Minuten Zeit nehmen, wird wahrscheinlich gar nicht so lang dauern und dann einmal
kurz durchlesen, einfach akzeptieren, was da gesagt wird, denn das ist einfach Vorgabe auch von der SIA. Jetzt wählen wir mal hier die Schneelastzone. Wir sind im grünen Bereich, Zone plus minus 0 wählen wir hier aus und da wird hier schon eine Schneelast, eine gewisse Drucklast hier eingetragen in Kilonewton pro Quadratmeter. Das gleiche machen wir noch für die Windlast. Wir klicken hier drauf. Bei der Windlast haben wir zwei Auswahlen zu treffen. Einmal Referenzschale durch Zonen, das heißt im Grunde genommen die Zone, in der wir uns befinden, wieder hier farblich gekennzeichnet. In dem Fall gelb 0,9, das ist die niedrigste Zone, allgemein 1 heißt die. Und das wird dann hier auch eingetragen. Die Dachhöhe wird übertragen, die wir eingetragen haben. Die Geländekategorie müssen wir hier auswählen. Wir befinden uns hier in Aarau, wenn ich auf Satellit gehe und heranzoome, sehen Sie, wir befinden uns hier im Industriegebiet. Industriegebiete, Dörfer und Ähnliches gelten als ortschaftenfreies Feld. Wie gesagt, in den Richtlinien eine nähere Ausführung dazu. Wir klicken also hier auf ortschaftenfreies Feld und entsprechend wird die korrekte Windlast hinterlegt. Jetzt haben wir hier die Schnee- und Windlast für Tragwerksplanungen drin. Das ist standardmäßig so. Wir haben das nicht automatisiert mit den Abminderungen, damit jeder Planer selber bewusst das abmindern kann, falls gewünscht. Jetzt gehen wir hier auf Schneeabminderung, klicken da einmal drauf. Und das Erste, was wir machen müssen, die ungeminderte Schneelast, die wir hier vorberechnet haben, hier manuell eintragen. Das machen wir einmal. Achtung, Komma, nicht Punkt. Das ist eine österreichische Software. Da wird Komma verwendet, nicht wie bei uns in der Schweiz mit Punkt, die Trennung. Dann hier nochmal eine kurze Erklärung dazu, die auch hier auch nochmal in diesen Richtlinien ausgeführt wird. In Ruhe einmal durchlesen. Dann können wir über den Faktor Anlagennutzungsdauer abmindern. 50 Jahre handelt es sich um Standard-Tragwerksplanung. 35 Jahre wurde mal definiert als typische Nutzungsdauer einer PV-Anlage. 25 Jahre Mindestnutzungsdauer PV-Anlage. Wir verwenden immer die 25 Jahre. Hat auch damit zu tun, dass die meisten Module nach 25 Jahren die Leistungsgarantie verlieren. Aber da können Sie dann auch selber dann entsprechend definieren, welches Sie da auswählen. Dann haben wir hier noch die Zuverlässigkeitsklasse. Hier gehen wir nicht auf Standard-Tragwerksplanung, sondern niedrigste Schadensfolgen. Die Erklärung, warum, weshalb, wieder in diesen Richtlinien. Hier sehen Sie auch schon den Unterschied. Von 0,72 wurde abgemindert auf eine Schneelast von 0,58 für die PV-Planung. Also ein Anbau an das Gebäude, an das Dach. Jetzt über die Diskette speichern wir das ab. Jetzt wird das hier auch eingegeben. Das Gleiche mache ich noch gleich für die Windabminderung. Hier gebe ich den ungeminderten Wert ein, 0,90. Anlagennutzungsdauer, hier gibt es sogar einen vierten Faktor, 20 Jahre geringe Nutzungsdauer. Davon rate ich ab, den verwenden wir nicht. Dann Zuverlässigkeitsklasse gibt es hier sogar drei. Es gibt die niedrige Schadensfolgen, die Standard-Tragwerkswarnung und hohe Schadensfolgen. Auch wieder dazu in den Richtlinien eine kurze Info. Bei den hohen Schadensfolgen wird in der PV-Anlage eigentlich nicht benötigt. Da geht es um versicherungstechnische Dinge. Jetzt wählen wir hier niedrige Schadensfolgen. Wir sind dann also von 0,9 auf 0,75 abgemindert. Das ist auch völlig legitim, denn hier geht es um Abminderung gewisser Sicherheitsfaktoren, die von der SIA vorgegeben werden. Und wir haben hier schon recht hohe Windlasten in der Schweiz hinterlegt mit recht vielen Sicherheiten. Jetzt speichern wir mal kurz ab. Und hier nochmal kurz die Gelegenheit, haben wir Fragen da dazwischen bekommen? Dann gehen wir gerade weiter, danke. Hier unten gehen wir über zur Unterkonstruktion der Dachfläche. Also wir haben hier die Möglichkeit auf Fetten, also horizontale tragende Elemente oder Sparren, also vertikale tragende Elemente zu wechseln. Natürlich beim Ziegeldach haben wir die Sparren. Können hier den Sparrenabstand definieren und den ersten Sparren von Ortger nach links. Vorhin bei der benutzerdefinierten Zeichnung habe ich Ihnen ja gesagt, wir arbeiten mit einem gewissen Koordinatensystem im Hintergrund. Das heißt, wenn ich hier den ersten Sparren bei, sagen wir mal, 250 mm setze, mit einem Abstand von 600 mm, dann setzt er alle 600 einen Sparren und könnte rechts außen eventuell bei 12 Meter gar keinen mehr haben oder einen großen Überstand haben. Wenn wir jedoch hier die 0 drin lassen, dann mittet das Tool automatisch die Sparren links und rechts ein, dass der gleiche Überstand vom letzten Sparren zur Dachkante eingegeben ist. Wir können hier noch Sparrenhöhe und Breite eingeben, allerdings hat das keinen Einfluss auf unsere Planung. Rein der Vollständigkeit halber, Material des fetten Sparren, Holz oder Stahl,
In der Regel haben wir Holz, bei Fetten gibt es manchmal Industriehallen mit Stahl. Lattungsabstand, wenn man hier darauf geht, ist es die Kreuzlattung, der Abstand zwischen den Kreuzlattungen, also dort das Sprungmaß eingeben. Hier gebe ich jetzt mal, also standardmäßig sind da 330 mm eingeben, ich gebe hier mal 340 ein gerne. Die erste Dachlatte von unten nach oben, die erste Kreuzlattung also, ist hier mit 100 mm eingegeben. Ich gehe mal hier auf 340, sodass der erste Ziegel sozusagen vollständig bis zur Dachkante aufliegt. Natürlich steht er in der Regel ein wenig über, also kann man auch sagen 170, dass also der halbe Ziegel übersteht, sagen wir mal in die Traufe, also über die Traufe leicht drüber. Was wir hier noch machen können, unten den Dachaufbau optional eingeben. Das heißt, wenn wir hier, sagen wir mal, eine Auftachdämmung haben, also eine Dämmung auf dem Sparren mit einer Konterlattung, können wir hier dann nochmal das Ganze hier aufbauen und eingeben. Aktuell hat das noch keine Auswirkung auf die Materialausgabe. Es ist geplant, dass da eine gewisse Schraubenauswahl automatisiert wird. Momentan müssen Sie das manuell machen. Der Vollständigkeit halber können Sie natürlich den Dachaufbau hier schon mal definieren, dass er auch im Projektbericht dargestellt wird. Allerdings die korrekte Schraubenauswahl müssen Sie noch manuell machen. Das heißt, haben Sie hier zum Beispiel eine Aufdachdämmung mit einer Konterlattung, die eventuell nicht stark genug ist, um die PV-Anlage zu tragen. Sagen wir mal, die ist irgendwie nur 3 oder 4 Zentimeter dick. Da können Sie auch keine 100er Schraube reingeben. Dann brauchen Sie eventuell eine Schraube mit 280 mm oder 300, also 30 cm lang, die bis zum Sparren, also bis zum Sparren heruntergeht und da sozusagen die Konterlattung mit dem Sparren auch verbindet und zusammenzieht, sodass dann die Stabilität für das ganze Konstrukt wieder gegeben ist. Wie gesagt, automatisiert ist das noch nicht, das kommt aber irgendwann mal hoffentlich. Hoffentlich früher als später. Dann, wenn wir das soweit alles eingegeben haben und zufrieden damit sind, können wir hier auf Speichern klicken für alle Dächer. So, und jetzt wird dann im Hintergrund auch die zweite Dachfläche angelegt. Jetzt öffne ich hier nochmal die Dächerverwaltung. Hier sehen Sie automatisch das Ost- und das Westdach. Wenn ich hier drüber fahre, sehe ich dann eben rechte oder linke Dachfläche. Kann hier auch mit dem Doppelpfeil das öffnen. Und dann sieht man hier nochmal die Details. Die kann man hier auch manipulieren, ändern, anpassen. Wir können hier auch einfach sagen, nee, das Westfläche möchte ich gar nicht planen. Ich klicke hier drauf, dann kann ich speichern. Jetzt ist die Westfläche inaktiv. Man sieht, dass es dann auch leicht hellgrau hinterlegt ist. Ich aktiviere die wieder, speichere es ab. Jetzt ist es wieder dunkler. Fett markiert und kursiv, wenn man aktuell drin ist. Das heißt, ich kann hier auch wechseln von einer Dachfläche zur anderen. Und jetzt bin ich in der Westdachfläche. Die wird dann hier kursiv und etwas fett markiert. Was haben wir hier noch? Ich gehe noch mal kurz in die Dachverwaltung. Hier können wir natürlich auch die ganze komplette Grundfläche, also das Grundstück, kopieren, einmal speichern. Dann sehen wir hier dasselbe nochmal hier übertragen. Ich kann auf den Mülleimer klicken, also das Ganze auch wieder löschen. Ich kann auch nur das Gebäude kopieren. Dann wird hier ein zweites Gebäude auf die gleiche Fläche gelegt. Achtung, wenn Sie das machen, die werden genau übereinander gelegt. Das heißt, wenn Sie jetzt hier das gleiche Gebäude am gleichen Punkt haben, bei einer Gesamt-3D-Ansicht wird das einfach übereinander gelegt. Da müsste man dann zum Beispiel mal kurz auf ein Tool wechseln, was ich morgen bei der erweiterten Schulung erkläre und zeige, dass man das Gebäude einmal kurz verschiebt und an einen anderen Standort legt. Kann man natürlich hier auch über das Öffnen-Tool in die einzelnen Dachflächen reingehen, wie ich es gezeigt habe, oder auf das Bearbeiten-Button, dann landet man auch so direkt da drin. Und man kann natürlich auch einzelne Dachflächen kopieren. Wenn ich das jetzt allerdings mache, dann werden wir sehen, dass ich hier ein Gebäude mit der Dachfläche Ost neu habe. Also es wird nicht die gleiche Dachfläche aufs gleiche Gebäude gelegt, sondern es wird direkt ein neues Gebäude nur mit der einen Dachfläche angelegt. Jawohl. Gibt es auch das hier oben, sehe ich jetzt erst neu. Das heißt, wenn ich hier drauf anklicke, dran klicke, würde ich mal davon ausgehen, das testen wir doch gerade mal. Wenn ich das hier anklicke, dann habe ich bestimmt ein neues Projekt kopiert und lande hoffentlich im neuen Projekt. Ah ja, schauen Sie mal, da entdecke ich auch was Neues für mich. Da haben wir direkt schon eine kopierte Planung aus der Planung erzeugt. Gehen wir dann mal wieder raus. Wir gehen in unsere ursprüngliche Planung rein, auch wenn das an und für sich egal ist.
Petros, es Was? gibt Ja. aktuell keine weiteren Fragen, aber eben, vielleicht kannst du noch schnell differenzieren, wann macht es Sinn, einfach nur ein Dach zu kopieren, wann mache ich eine Projektkopie? Das habe ich am Anfang schon gesagt. Ah, sorry, Über dann die war ich zu wenig Projektverwaltung. aufmerksam. Gut, Genau. danke. Wir können dann hier noch die benutzerdefinierte UK definieren. Das zeige ich auch einmal kurz. Wir klicken hier drauf und wir können hier die Sparren einmal definieren. Wir machen mal UK neu generieren und hier sehen wir die Sparrenbelegung. Jetzt können wir einzelne Sparren hier auswählen, löschen. Wir können einzelne Sparren auswählen und irgendwo anders hinlegen, verschieben, wie wir das möchten. Hier sieht man dann direkt, wo die liegen. Jetzt haben wir hier große Lücken. Kann man also im Einzelfall auch wirklich einzeln eingeben. Ich kann es auch wieder löschen. Und dasselbe auch für die Dachlattung machen, also Kreuzlattung. Hier sehen wir das. Jetzt eine kurze Warnung. Achtung, wenn Sie das hier machen, das heißt, wenn Sie hier die Sparren oder Dachlatten über dieses Tool benutzerdefinierte UK eingeben und speichern. Jedes Mal, wenn Sie jetzt eine Änderung bei den Sparren vornehmen wollen, sagen wir mal jetzt nur die Sparren, dann können Sie das nicht hier über eine gleichmäßige Eingabe machen, über diese allgemeine Eingabe, sondern Sie müssen jedes Mal in die benutzerdefinierte UK und dort die Sparrenlage ändern. Es ist die einzige Ausnahme, Sie können auch einfach alles hier löschen, benutzerdefiniert alles wieder löschen, dann zieht sich das Tool die allgemeine Eingabe ein. Das heißt, benutzerdefinierte UK überschreibt immer die allgemeine Eingabe. Es sei denn, ich lösche, dann ist natürlich keine vorhanden. So, dann, du hast jetzt gerade schon gesagt, es gibt keine Fragen. Das wäre jetzt der Zeitpunkt für die nächste Fragemöglichkeit. Dann, wenn wir keine mehr haben, gehen wir dann auch schon zum nächsten Schritt. Wir speichern mal jetzt nochmal dazwischen. Hier sehen Sie auch zwei Speichermöglichkeiten für alle Dächer oder nur das derzeitige Dach. Das ist manchmal wichtig, wenn wir dann zwei Dachflächen haben oder sagen wir ein Gebäude mit mehreren Dachflächen, also sagen wir fünf, sechs Dachflächen oder ähnliches, aber eine Dachfläche oder mehrere Dachfläche unterscheiden sich untereinander, sagen wir mal mit Sparrenlage oder Lattungsabstand und so weiter, dann können Sie natürlich auch die Speicherung nur für das derzeitige Dach vornehmen. Achtung! Wenn Sie das einmal angefangen haben, müssen Sie jede Dachfläche einzeln speichern, also immer nur noch den linken Button verwenden. Sobald Sie bei einer Dachfläche auf alle klicken, überträgt es natürlich die Information auf die anderen Dachflächen. Das heißt, wenn Sie wirklich ein Dach von mehreren haben, sagen wir, eins von fünf Dächern unterscheidet sich, aber die anderen vier sind gleich, empfiehlt es sich, die eine Dachfläche einzeln auszulegen. Oder Sie haben ein Gebäude mit fünf unterschiedlichen Dachflächen, die völlig unterschiedlich sind, dann immer auf nur das derzeitige Dach speichern klicken. Genau. Jetzt gehen wir über zu PV-Modulauswahl. Wir sind also beim Dach durch, haben uns schon lang darauf aufgehalten, ist auch eines der wichtigsten Punkte hier von der ganzen Sache. Hier können wir eine Modulliste erzeugen. Wir haben hier mal die Favoriten, also die erzeugt sich automatisch anhand der ausgewählten Module oder zuletzt ausgewählten Module. Sie können hier die Module löschen, brauchen sich keine Sorgen haben. Sie können nicht Module aus der Datenbank löschen. Sie löschen hier lediglich die Favoritenliste. Kann auch die komplette Favoritenliste löschen. Wir haben eine separate Liste angelegt für Solarmarkt-PV-Module. Das heißt, das sind die PV-Module, die wir aktuell im Portfolio haben. Die ist auch brandaktuell. Vor der Schulung habe ich die nochmal aktualisiert und da ein paar Module rausgelöscht bzw. ein neues eingegeben. Sie können hier nach Hersteller filtern. Ich zeige Ihnen auch einen Fehler, der noch aktiv ist. Wenn ich jetzt hier nach Hersteller filter und das war gestern jedenfalls noch so, ah, der wurde behoben. Wenn ich hier nach Leistung gefiltert habe, dann hat es plötzlich nur noch ein Modul angezeigt. Jetzt klicke ich mal auf alle, weil da war der Fehler. Wenn ich jetzt hier auf alle klicke und auf Leistung, dann ja, sehen Sie plötzlich, es sind nicht alle vorhanden, sondern nur zwei, die da angezeigt werden. Das ist ein Fehler, den haben wir vor kurzem gefunden und gemeldet. Da wird noch dran gearbeitet. Aber der besteht nur, wenn man auf alle Hersteller klickt und nicht einen auswählt. Jetzt klicke ich mal hier auf Ja-Solar-Module. Sie sehen hier noch auch die Möglichkeit, eDesigner-kompatibel Module auszuwählen. Das bedeutet, wenn Sie das Wechselrichter-Auslegungstool haben und irgendwelche Daten sind nicht korrekt oder nicht hinterlegt, das heißt, hier außen wäre der Haken bei Polysand nicht auf grün, sondern ein Warndreieck. Dann können Sie die hier auch einfach ausblenden, indem Sie sagen, nur eDesigner-kompatible
Module anzeigen. Das ist in unserer Liste eigentlich fast nicht notwendig. Also wenn, dann bitte melden, wenn Sie ein Modul finden, bei dem hier ein Warnhinweis drin ist, Screenshot schicken, dann kann ich das gleich korrigieren, weil das bedeutet, ich habe Daten nicht korrekt eingegeben. Aber nützlich bei der allgemeinen PV-Modulauswahl. Jetzt klicken wir nochmal kurz die historischen Module. Wir können hier historische Module ausblenden. Bringt bei uns nicht viel, weil wir die ja immer aktuell halten, die Liste. Aber PV-Modulauswahl, jetzt gehen wir mal da drauf. Da sehen wir auch direkt, wenn man hier drauf geht, eine ganz viel größere Palette an Modulherstellern. Manche, die es schon gar nicht mehr gibt, manche gibt es noch. Einige sind doppelt oder dreifach angelegt. Da ist es eine recht wilde Liste. Also Achtung, wenn Sie hierüber auswählen, befinden Sie sich völlig in der Eigenverantwortung. Also allgemein befinden Sie sich immer hier in der Eigenverantwortung. Aber hier hat der Solarmarkt überhaupt nicht die Finger drin. Das bedeutet, hier sind alle Module, die jemals eingegeben wurden in dieser Software oder mal gezogen worden sind von irgendwelchen Datenbanken drin. Also der wilde Westen sozusagen der Module. Und da kann natürlich auch viel Falsches eingegeben worden sein. Oder manchmal gibt es auch Spezialisten, die dann plötzlich Länge und Breite vertauschen mit Absicht, um irgendwelche Auslegungen reinzutricksen, die sonst nicht möglich wären. Ne? Genau. Also gesamte Modulauswahl, Solarmarkt, Portfolio-Modulauswahl nach Hersteller gefiltert. Jetzt suchen wir mal hier ein Modul aus von JA Solar. Jetzt filtere ich wieder nach der Leistung, sortiere nach der Leistung. Nehme ich mir mal hier ein Standardmodul 385 Wattpeak mit schwarzem Rahmen. Da sehen Sie auch unsere Bezeichnung drin. Also hier die Kürzel von den Herstellern und dann in Klammern BF für Black Frame, also schwarzer Rahmen, R35 Rahmenhöhe 35, MC4 Stecker, KR für Kastenrahmen. Dann können wir das hier einmal speichern für alle Dachflächen. Jawohl, jetzt ist es gespeichert im Hintergrund. Wir sehen hier oben auch die Info zum ausgewählten Modul. Können hier draufklicken auf den Info-Button, geht übrigens hier links unten auch. Da sind die Details des Moduls, die hinterlegt worden sind. Genau, ich kann das natürlich hier auch sagen. Ich möchte das in die Favoritenliste aufnehmen. Also klicke ich dann hier drauf und dann landet das hier auch rein. Aber sobald ich es hier einmal gespeichert habe, landet das sowieso in die Favoritenliste. Dann gehe ich über. Jetzt kann ich es hier nochmal kurz refreshen, weil ich habe hier ein anderes Modul ausgewählt. Aber wenn ich das refreshe, also einfach mal kurz neu lade, hier draufklicke oder F5, dann wird hier wieder das gespeicherte Modul angezeigt. Wir gehen über zur Konstruktion und kurz nochmal die Zwischenfrage. Gibt es hier Fragen da dazu? Nein. Dann gehen wir hier weiter. Bei Konstruktion wählen wir jetzt natürlich die hinterlegte Unterkonstruktion, also die Befestigung für die PV-Module aus, die passend zu den eingegebenen Dachdaten sind. Wir springen nochmal kurz zurück. Wir sind also bei der Dacheindeckung Frankfurter Pfanne oder ähnliches, also Ziegeldach. Und entsprechend wird es hier Ziegeldachhaken geben. Da haben wir zwei unterschiedliche Anbindungen an Ziegeldachhaken. Wir haben die sogenannte Sidefix und sogenannten Topfix-Dachhaken. Also eine seitliche Anbindung, Schienenanbindung, eine Schienenanbindung von oben. Hier rechts immer das Bild des gewählten Dachhakens. Also wenn wir hier den ZD30M12 nehmen für die Topfix-Anbindung, sehen wir hier, der ist nochmal anders konstruiert. Historisch gesehen hat die Novotegra GmbH zwei Montagesysteme im Portfolio. Das erste mag ich mich nicht mehr erinnern, welches gewesen ist. Das zweite, was dazugekommen ist, da kam ich da dazu. Das war die Creotec GmbH. Weißt du, David, noch welche die erste war? Was war das MHH-System? Also zum Teil MHH, das weiß ich, das war auf jeden Fall Flachdach. Aha. Novotegra. Eines hieß Tegra, ja. Glaube ich, bevor Novo. Sie sehen also, ja, das ja. Ganze ist dann gewachsen und fusioniert und man hat immer das Beste daraus gezogen. Aber letzten Endes hat man sich entschieden, hier die Topfix- und Sidefix-Variante bei den Ziegeldächern beizubehalten. Hauptsächlich wegen uns in der Schweiz, weil wir hier auch große Fans von dem ZD533er Haken sind. Also hier dieser Alugus-Haken, der recht leicht und sehr stabil ist. Und eben da ist die seitliche Anbindung möglich. Das ist uns zwar so weit gegangen, dass man sogar noch einen neuen Haken zur Sidefix-Anbindung kreiert hat, der nur halb so teuer ist letzten Endes, weil das stranggepresstes Material ist. Von der Konstruktion her ziemlich gleich, ähnlich stabil.
mit seitlicher Anbindung und Nutenschraube oben und zweiteilig, so der ist etwas flexibler bei der Montage, aber man merkt es an den Absätzen, dass dieser Dachhaken historisch gesehen doch sehr beliebt ist noch. Deswegen wählen wir den jetzt hier auch aus bei der Auslegung. Das heißt, wir können hier das Befestigungssystem, nehmen wir den Novotega Dachhaken ZT533V, V für vertikale Schienenanbindung. Das haben wir hier in der Bezeichnung mit eingebaut, V oder H für vertikale oder horizontale Schienenanbindung. Wir wechseln jetzt mal zum Beispiel zum 544 Dachhaken. Hier sehen Sie, das Langloch ist hier so, dass man quer dazu eine Schiene montieren kann. Da wechselt auch das Verlegesystem automatisch schon direkt zu Klemmsystem einlagig, beziehungsweise da kann man auch Kreuz und Bund wählen. Wir gehen zurück zum 533er Dachhaken. Hier gibt es auch unterschiedliche Varianten. Die lose Variante, die etwas teurer ist, dann die 25er Päckle, ist aber das gleiche Bild, der gleiche Dachhaken. Oder die NUS-Variante. Die NUS, sehen Sie hier, hat eine vormontierte Nutenschraube. Ist sehr beliebt, daher auch meistens ausverkauft, weil jetzt haben wir natürlich den extra Montageschritt, der Zeit braucht und entsprechend nicht so viele verfügbar sind wie von dem mit der losen Anbindung mit Nutenschraube, Nutenstein und Unterlegscheibe. Als Verlegesystem im nächsten Schritt, wenn man dann den Dachhaken gewählt hat, kann man hier Einlegesystem Kreuzverbund oder Klemmsystem Kreuzverbund wählen. Jetzt gehen wir mal ganz kurz, springen wir mal rüber zur Topfix-Variante, um da mal was zu zeigen. Wenn wir hier den Standarddachhaken ZD30M12, übrigens ZD für Ziegeldachhaken, 30 für die 30er Lattung, also die Höhe hier ist 30 und M12 für den M12er Bügel, der hier rausschaut. Warum haben wir nicht den 40er Dachhaken hier im Sortiment? Und, also im Sortiment haben wir den, in der Auslegung haben wir den nicht. Warum? Weil man einen 30er Haken shiften kann, also hier kann ich noch unterlegen und aufbauen, wenn ich eine 40er Lattung habe. Wenn ich aber eine 30er Lattung habe und den 40er Haken, dann kann ich den gar nicht verbauen. Deswegen haben wir uns entschieden, den 30er auf den 30er hauptsächlich zu setzen, den auch ins Portfolio aufzunehmen und auch hier einzubauen und den anderen eben nicht. Was ist aber hier besonders? Wir können hier beim Verlegesystem alle vier verschiedenen, also Einlegesystem, Kreuzverbund, Klemmsystem einlagig, horizontal oder vertikale Schienenverlauf oder Klemmsystem im Kreuzverbund wählen. Warum ist das so? Weil wir haben hier eine C-Schiene, die darauf montiert wird und die wird von oben montiert. Während wir beim Sidefix, da gehen wir wieder zurück, die seitliche Montage einer vertikalen Schiene erzwingen. Das heißt, da können wir gar nicht variabel sein. Das geht höchstens über den Wechsel von V zu H. Jetzt haben wir also hier Einlegesystem Kreuzverbund oder Klemmsystem Kreuzverbund. Jetzt speichern wir das ab mit Einlegesystem Kreuzverbund für alle Dachflächen. Jawohl, speichern und neu auslegen klicken wir. Und dann passiert schon was Großes im Hintergrund. Jetzt haben wir plötzlich alle anderen Reiter mit dazu bekommen. Bevor wir aber darauf eingehen, erkläre ich hier nochmal etwas über die Eingabe. Wir haben hier einen sogenannten Basisschienenmultiplikator. Hier die 1,0 bei den Multiplikatoren steht für 100%. Da können wir natürlich einfach manuell dann etwas optimieren. Manchmal macht das Sinn, manchmal nicht. Da muss man immer schauen. Das Tool rechnet per Standard möglichst kostenoptimiert aus, also möglichst wenige Dachhaken, möglichst aber der Statik entsprechend. Also ist ein Dachhaken zum Beispiel überlastet, kann es sein, dass es dann noch einen Dachhaken daneben setzen will oder zwei Lattungen weiter. Und wenn der auch überlastet ist und der nächste, dann kann das mal passieren, dass es völlig sinnlos viel zu viele Dachhaken hat. Da kann man über den sogenannten Befestigungsmultiplikator die Dachhakenanzahl manuell erzwingen, verringern. Und dann kann man schauen, eventuell, wo ist denn überhaupt die Überlastung? Woher kommt das denn her, dass er so viele Dachhaken gesetzt hat? Über den Haken Basisschienenlängen optimieren, werden die Schienen nicht kostenoptimiert, sondern montageoptimiert ausgelegt. Das heißt, hier werden die Basisschienen durchgezogen. Also, dass man vertikal mal nicht nur einfach einen Schienenabschnitt hat, sondern wirklich von oben, First bis Traufe, komplett unter der Modulfläche durchgezogen wird möglichst. Das macht meistens auch eher Sinn. Also, ich empfehle den immer zu setzen im zweiten Schritt. Im ersten Schritt erstmal neutral lassen. Auflager nur unter der Modulfläche bedeutet Basisschiene und Dachhaken nur unter der Modulfläche setzen.
Manchmal lässt sich das auch gar nicht erzwingen, wenn die Auskragung der Schiene zu groß ist oder sagen wir mal, eine Störfläche ist im Weg und man möchte aber die Störfläche nicht planen, da kann man das hier nutzen. Oder? Man kann dann einfach ein Modul rausschneiden oder zwei das Dachfenster nicht eingeben und einfach hier den Haken setzen. Dann versucht das Tool, das möglichst umzusetzen. Je nachdem ist das aber gar nicht möglich. Wir können hier auch Montage symmetrisch anordnen. Da werden einfach Dachhaken möglichst symmetrisch angeordnet. Stützschiene verwenden, das ist noch gerade in Arbeiten. Das ist für das Einlegesystem, dass man, wenn man Module hochkant belegt, mittig unter dem Modul quer eine Stützschiene einsetzt. Daran wird gerade noch gearbeitet, dass da auch tatsächlich die Stützschiene eingesetzt wird. Aktuell, wenn man da draufklickt, passiert noch nichts. Wird aber hoffentlich bald mit dem nächsten oder übernächsten Update kommen. Dann können wir hier manuell Befestigungsteile für Optimierer an N-Schiene oder C-Schiene, also N-Schiene bei Sidefix oder C-Schiene bei Topfix anwählen. Kann man machen. Warum kann man beides auswählen, obwohl wir hier nur die Sidefix-Variante haben? Weil, wenn wir hier auf Basisschienenauswahl klicken, sehen wir sogenannte CN-Schienen. Nicht nur die N-Schiene Standard, sondern auch CN-Schienen. Da haben wir die Schienenanbindung seitlich wie bei der N-Schiene, aber die obere Schienenöffnung ist nicht mit einer Nut, sondern wie bei der C-Schiene eine Öffnung. Und das ist deswegen, weil letztes Jahr hat der Hersteller von den Modulklemmen, die wir bei den N-Schienen eingesetzt hatten, angekündigt, dass der größte Abnehmer dieser Modulklemmen abgesprungen ist und die Produktion dann eingestellt wird. Dann haben wir das auch entsprechend korrigieren müssen. Wir mussten eine Möglichkeit finden, Modulklemmen einzusetzen und dann wurde die sogenannte CN-Schiene kreiert und die ist jetzt auch gerade hier als Standard auch gewählt. Das heißt, die Basisschiene ist jetzt mal die CN-Schiene und jetzt kann ich da auch auswählen. Da kann ich die Optimierer entweder seitlich in die Nut machen, also ich nehme die Befestigungsteile für N-Optimierer N-Schiene oder oben auf die C-Schiene, also für die C-Schiene setzen, wenn ich denn überhaupt Optimierer einplane. Als Modulschiene habe ich Einlegeschiene. Da haben wir hier die Einlegeschiene 35 für 35 mm Module. Da gibt es die Auswahl SW für schwarze Schienen oder sogar die Plusschiene für die Anbindung eines Schneestopps. Dieser ist noch nicht integriert in der Software. Das ist noch in Planung. Allerdings kann man hier schon mal die Schneeschiene Plus, also die stärkere Einlegeschiene wählen. Und man könnte dann von Anfang an sagen, Schnee kann nicht abrutschen. Das heißt, die Statik ist dann schon korrekt gerechnet und ich brauche nur die Zusatzbauteile noch dazu planen für das Schneestoppsystem. Wenn es unterschiedliche Modulschienenlängen gibt, hier klicke ich dann drauf, dann sind die auch hier hinterlegt. Also die Einlegeschiene gibt es in 5,40 m Länge oder 2,20 m. Dasselbe übrigens auch bei der Basisschiene. Kann ich auch machen. Warum ist das hinterlegt? Die Bannowotega GmbH arbeitet auch international. Da ist es oftmals nicht praktisch, eine 5,40 m Schiene zu verschicken, allerdings eine 2,20 m Schiene, bei der zwei Module nebeneinander Platz haben. Zum Beispiel bei der Montage. Sie können das aber auch nutzen und sagen, ja, ich möchte ein bisschen zuschnittsoptimierter schaffen. Und wenn ich dann irgendwas bemerke beim CAD-Plan, ach, da könnte eine 2,20 m Schiene eigentlich vielleicht ganz hilfreich sein, können Sie hier auch beide auswählen oder je nachdem nur eine von beiden. Zuletzt haben wir hier den Reiter Modulplan. Beim Modulplan empfehle ich, machen Sie eine automatische Belegung. Gehen Sie nicht darauf ein, hier eine Teilbelegung zu machen und dann hier alles einzeln einzugeben. Ich zeige Ihnen nachher bei der Anordnung, warum die Modulbearbeitung bei der Anordnung ist so einfach und effizient und schnell, dass eine Vollbelegung sinnvoller ist. Modulausrichtung, da geht es nicht um die Ausrichtung nach Kompass, das haben wir ja über die Dacheingabe schon gemacht, sondern hier geht es um die Ausrichtung vertikale oder horizontale Module auf der Dachfläche zu planen. Sie können beides machen, aber jetzt bei der Vollbelegung, dass man per Standard dann horizontal oder vertikal gewählt hat. Sie sehen hier bei der Einlegeschiene ändert sich der horizontale und vertikale Modulabstand nicht. Warum? Weil der vertikale Modulabstand ist, da handelt es sich um die Einlegeschienenbreite und beim horizontalen Modulabstand immer um den Mindestabstand, den man zwischen zwei Modulen innerhalb der Einlegeschiene halten sollte. Warum 5 mm? Wegen der Dilatation, also die Wärmeausdehnung, die dazu führen kann, dass die Module klein hin und her wandern könnten. Und damit es da nicht Probleme gibt, einfach 5 mm einplanen von Anfang an und drin lassen. David? Haben wir Fragen dazwischen? Dann schalt doch bitte dein Mikrofon aus.
Wir können hier den Startpunkt des Modulfelds horizontal und vertikal einrichten. Das heißt, hier 100 mm oder 100 mm sind per Default, also per Standard eingestellt. Das heißt, der linke untere Punkt des Modulfelds standet bei 100 und 100. Wir können aber hier auch einen Abstand zum Dachrand eingeben. Wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte aber überall mindestens 50 cm rundum Platz haben, dann kann man das hier auch eingeben. Wir können das aber auch nachher in der Anordnung einzeln bearbeiten, je Dachkante. Jetzt speichern wir einmal ab. Ich habe jetzt schon gehört, es hat ja keine Fragen dazwischen, also gehen wir direkt weiter zur Anordnung. Jetzt sind wir hier bei der Anordnung. Wieder ein neues Fenster, wieder neue Eingabemöglichkeiten. Jetzt zeige ich Ihnen erstmal, wie das aussieht. Das hier ist die Modulfläche, die Dachfläche im Hintergrund. Ich kann hier links draufklicken und mit dem Rädchen rauszoomen. Da sehen Sie direkt die zweite Fläche. Auch da fängt die Modulfläche links unten an. Raus und reinzoomen, mit rechter Mausklicken, mit rechter Taste gedrückt halten, dann kann ich es hin und her ziehen. Mit linker Taste kann ich hier gedrückt halten und ein Auswahlfeld anklicken. Ich kann mit der mittleren Maustaste auch einzeln anklicken. Wenn ich auf meiner Tastatur gedrückt halte, Steuerung, kann ich hier einzelne Module im Feld anklicken. Ich kann auch einfach links oben anklicken, Shift gedrückt halten, irgendwo anders ein Modul anklicken und dann markiert es mir die Module. So. Die Erklärung dazu, wenn Sie sich zum ersten Mal einloggen, blendet dieses Feld, Achtung, dieses Fenster automatisch eigentlich ein. Müssen Sie ihm sagen, ja, bitte, nee, das nicht, Entschuldigung, bei anderen Fenstern kommt das manchmal automatisch, dann müssen Sie ihm sagen, bitte nicht mehr anzeigen, dann wird das zukünftig ausgeblendet. Aber Sie können hier auf das Fragezeichen klicken, dann öffnet sich dieses Fenster. Da erklärt es auch einige Kürzel, nützliche Gadgets, wie zum Beispiel H. Da kann man hier, wenn man mal kurz hier anklickt und auf H drückt, sind die Module halbtransparent. Warum ist das nützlich? Wenn ich von Google abzeichne, kann ich mir den Hintergrund einblenden lassen und dann drücke ich auf H und dann sehe ich die Module gleichzeitig mit dem Hintergrund und kann dann anstatt Störflächen einzuplanen, einfach Module rauslöschen, so wie ich das möchte. Aber ich sehe hier auch im Hintergrund jetzt zum Beispiel vertikal weiße Linien, die Sparren, horizontal gelbe Linien, die Kreuzlattung. Das heißt, ich kann hier die Module auch schön platzieren. Sie sehen, das ist eine 3D-Ansicht. Das heißt, wenn ich hin und her verschiebe, achten Sie jetzt mal kurz auf diesen Sparren. Je weiter ich nach links gehe, desto weiter wandert er und nach in die Richtung auch. Um das zu verhindern, dass wir das auch ganz deutlich sehen, klicke ich hier einmal hier auf das Haus. Achtung, jetzt springt es wieder auf die ursprüngliche Ansicht. Und dieser ganz kleine unauffällige Pfeil hier, der eigentlich ein wenig größer sein sollte, meiner Meinung nach. Da klicke ich jetzt mal drauf und dann können wir hier auf den Kubus klicken. Wenn wir da draufklicken, auf den Würfel, dann wandern wir über zur 2D-Ansicht. Das sieht man, sobald ich hier rauszoome. Jetzt ist plötzlich alles flach. Und egal, wo ich es hinbewege, die Ansicht bleibt immer gleich. Jetzt gehe ich mal wieder zurück. So. Und warum ist das nützlich? Da kann ich nämlich die Module so positionieren, wenn ich jetzt hier auf alle anklicke, also A, alle auswählen, kann ich hier mit den Pfeiltasten immer in 5er Schritten, 50 mm Schritten verschieben, nach unten und oben. Das lässt sich übrigens auch einstellen. Ich zeige Ihnen gleich, wie man auch die 50er Schritte in 100er oder 10er Schritten ändern kann. Hier nochmal draufgeklickt. Da kann man statt mit dem H auch hier drüber arbeiten und die Transparenz der Module einstellen. Über den Würfel hier oben kann ich die Ansicht auch wechseln, also dass ich hier von der Ecke anschaue, von der Seite oder wirklich vielleicht von der Front, wenn ich das möchte. Und dann sieht man hier auch, plötzlich sind die Module ja viel schmaler, weil ich ja nicht direkt drauf schaue. Wenn ich hier drauf klicke, dann lande ich immer auf die 90-Grad-Ansicht direkt oberhalb der Module. So, sehen wir wieder 3D. Dann haben wir hier oben mehrere Knöpfe. Eingabemöglichkeiten, also neu auslegen ist klar, wenn ich jetzt hier irgendwas verändere und sage, oh, das passt mir aber nicht. Oder ich mache mir hier eine sogenannte Versionierung. Ich klicke hier drauf, aktuelle Version speichern. Das heißt, hier habe ich eine Versionierung mit Zeitstempel. Sage aber, das passt mir so nicht. Ich möchte neu auslegen. Jawohl. Dann geht das wieder zum ursprünglichen Zustand zurück. Sage ich, ups, das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Mir hat das schon doch gut gefallen. Dann klicke ich hier drauf auf Versionierung, gehe dann hier drauf und dann lädt es die Versionierung nochmal neu, so wie es dann vorher gewesen ist. Also wenn man mehrere Versionen der Modulfläche zum Beispiel plant, dann kann man das hierüber immer wieder abspeichern.
Achtung, wenn Sie die Unterkonstruktion ändern, also Sie gehen auf Konstruktion zurück, ändern den Dachhaken, die Schienen, irgendwas, dann kann es sein, also gerade wenn Sie den Dachhaken ändern, dann fällt die Versionierung weg. Das heißt, da kann es sein, dass die nicht mehr in Ordnung ist. Warum ist das so? Wenn Sie vom Einlegesystem aufs Klemmsystem zum Beispiel wechseln, dann ändern sich die Abstände zwischen den Modulen. Die sind völlig anders. Oder? Beim Klemmsystem sind 12 mm hinterlegt in beide Richtungen, beim Einlegesystem 5 mm in der Horizontalen. Wenn Sie dann hier 5 mm Abstand haben und Sie würden eine Versionierung vom Einlegesystem über ein Klemmsystem drüber spielen, dann sind die Abstände falsch und da kann keine Mittelklemme gesetzt werden zwischen den Modulen. Was macht das System? Ja, ich kann keine Mittelklemme setzen. Es setze Endklemmen überall links und rechts von den Modulen. Ist natürlich nicht sinnvoll. Deswegen haben wir das auch so eingebaut. Wenn Sie die Konstruktion wechseln, gehen die Versionierungen verloren. Wir können hier, wie gesagt, die Verschattung einblenden, aber ich habe jetzt keine Störflächen. Habe ich nicht vorgängig geplant, ich war zu faul. Also mache ich das in der Anordnung. Ich klicke hier links, habe ich hier auch ein Eingabefeld, eine Werkzeugleiste, so. Hier das Zeichnungstool. Ich möchte jetzt hier ein Dachfenster einplanen. Ich mache also eine rechteckige Störfläche. Ich füge die mir irgendwo hier ein, sagen wir mal so groß. Und nenne die Störfläche hier DF01, also Dachfenster 01, mit einer Höhe von 20 cm, also 200 mm. Hier sehen wir die Position, XY, Breite, Höhe. Kann das auch skalieren, wenn ich möchte. Ich kann es auch drehen. Lasse ich aber jetzt mal hier sein. Kann auch daraus statt einem Parallelfenster kann ich auch natürlich, wenn ich einen Kamin eingeben würde, diesen Haken rausnehmen und ich mache mal die Höhe etwas höher. So, machen wir mal 2 Meter, dass man auch den Unterschied sieht. Hier steht das im 90-Grad-Winkel raus. Wenn ich das aber hier wegklicke, dann passt sich das entsprechend an, sodass es im 90-Grad-Winkel zur Grundfläche aufgebaut wird. So, wir wollen aber ein Dachfenster planen, ändern das Ganze wieder hier zurück. Jawohl. Hier habe ich auch mehr Optionen. Hier kann ich jeden einzelnen Punkt hier definieren in Höhe und Position, wenn ich das möchte. Oder löschen oder die Zeichnung sperren, dass sie nicht verändert werden kann. So, das ist hier möglich. Haben wir hier gemacht. Wir können hier über die Einstellungen, wenn man hier links oben ist, geht man in die Einstellungen rein, die Störflächen anzeigen und ändern. Wir können hier den Modulplan anpassen, wie wir wollen. Wir können das Dachaussehen anpassen, Farben und so weiter. Das ist aber immer für die aktuelle Planung, nicht planungsübergreifend möglich. Hier werden immer die Standardfarben, die wir hinterlegt haben, gezogen. Wir können das Modulaussehen anpassen. Also wir können hier polykristalline Module wählen, hier Thin Film, was auch immer. Wir können die Zellenfarbe ändern, Rahmenfarbe, Rückseitenfarbe. Können wir alles machen. Und wir sagen jetzt hier mal die Zellenfarbe schwarz, safe. Dann Rahmenfarbe machen wir etwas mal dunkler. Jawohl. Und rückseitige Farbe lassen wir mal so, wie es ist, einfach. So, jetzt können wir hier auf Speichern klicken und jetzt sehen Sie, dass die Module auch entsprechend designt sind, wie wir das möchten. Wir können ja auch die Rahmenbreite, Zellenspalten, Zellreihen, alles einstellen, wie wir das einzeln möchten. Hier gibt es eine bestimmte Standardeinstellung, die hinten drin ge dran gelegt ist. Reicht ja im meisten Fall auch als Design. Der Editor für den Tastatursprung. Wir können also hier den Tastatursprung ändern, sagen wir mal 20 cm. Wenn ich das eingegeben habe, packe mir das Modulfeld und jetzt kann ich mit den Pfeiltasten 20 cm Sprünge machen. Bei der Standard sind da 50 hinterlegt. Linienbreite zum Zeichnen kann man hier auch einstellen. Allerdings, wenn man da hier zeichnet, zeigt man sowieso eine Störfläche. Man kann aber auch hier bestimmte Linien zeichnen, wie zum Beispiel, ich kann hier benutzerdefinierte Randabstände einstellen. Das heißt, ich klicke hier drauf, kann hier die Dachkante entsprechend einstellen. Sagen wir mal, ich möchte von der Traufe 50 cm Abstand halten, weil da ein Schneefang eingeplant ist. Das heißt, ich gebe hier mal 500 ein, sage einfach nur speichern, aber nicht neu auslegen. Jetzt verschiebt es hier diese grüne Linie schon. Jetzt müsste ich dann hingehen und eine Modulreihe vielleicht rauslöschen. Könnte auch neu auslegen klicken, dann fügt er mir wieder ein neues Modulfeld an, in Abhängigkeit auch mit der Störfläche, die ich hier gezeichnet habe. Jetzt zeichne ich mal noch kurz hier ein Dunstrohr oder sowas hier ein. So,
wegen der Verschattung, dass wir das auch mal gesehen haben, Dunstrohr mit einer Höhe, sagen wir, von 50 cm. Das ist aber nicht parallel, das heißt, es ist vertikal aufgeständert. Jetzt kann ich mir hier gleich mal auch die Verschattung einblenden lassen. Wird natürlich nicht so massiv sein und in Abhängigkeit dessen, dass wir im Osten sind. Das heißt, der Süden ist so. Hier sehen wir dann auch den Sonnenverlauf mit dem Schattenverlauf. Und da sehen wir hier links aufgeschlüsselt nach in Abhängigkeit der Verschattung im gesamten Jahr sind wir hier eigentlich bei den Höhen gar nicht so stark verschattet. Im grünen Bereich kommen wir gar nicht mit den Modulen hin. Im blauen Bereich und grauen Bereich sind wir G0, also 0 bis 6%. Das heißt, da können wir auch Module ruhig reinlegen. Wenn ich jetzt natürlich die Störfläche stark erhöhe, sagen wir mal 2,50 Meter, und dann hier die Verschattung aus und wieder einblende, dann wird sie nochmal neu berechnet. Dann kommen wir auch mal irgendwo in den roten Bereich vielleicht. Also gar nicht mal so sehr. Aber jetzt machen wir mal hier halbdurchsichtige Module. Hier sehen wir, trotz der Höhe sind wir gar nicht so stark verschattet. Wir haben ja so hier eine Verschattung von etwa 12, vielleicht nochmal gegen 18% im grünen Bereich hier. Allerdings, warum ist das so? Ja, weil der Süden ja von links nach rechts ist und der Sonnenverlauf das eigentlich so erlaubt, dass da gar nicht so eine schlimme Verschattung stattfindet über das ganze Jahr hinaus gesehen. Also wir haben es morgens und abends eine leichte Verschattung. Hätten wir jetzt ein südausgerichtetes Dach, würde das Ganze so aussehen. Ich wechsle das jetzt einmal ganz kurz. Das heißt, ich mache Verschattung ausblenden, gehe zurück aufs Dach. Beziehungsweise muss ich nicht mal, das machen wir jetzt mal hier, Trick 10. Ich sage hier, das Dach ist hier, wo ist das, die Ausrichtung hier, 180 speichern, übernehmen, neu laden. Jetzt sind wir hier im Süden. Sie sehen auch, ups, ja, die eine Dachfläche hat es geändert, aber die andere nicht. Wir haben hier ein völlig verdrehtes Dach. Ist jetzt aber nicht schlimm. Jetzt klicken wir mal die Verschattung an. Und da sieht man dann auch, dass das Ganze völlig anders aussieht. Also wir haben hier eine ganz andere Verschattung. Und was ist das hier? Das ist das Nachbargebäude. Also das zweite Dach, das wir jetzt hier verdreht haben. Da wird die Verschattung auch mit eingeplant. Und wir sehen hier, ist das auch Ganze nochmal klar anders mit der Verschattung anzusehen. Genau. So, wir stellen das wieder mal zurück, dass das wieder richtig dargestellt wird. Hier wieder auf 90 speichern, ja, neu laden und dann haben wir wieder unsere ursprüngliche Ansicht. Blenden die Verschattung aus. Wir können nicht nur Randabstände, sondern auch Zwischenräume variieren. Also wenn wir können hier den Modulabstand horizontal einzeln verändern. Wir können hier auch einfach sagen, ich klicke jetzt irgendwo was an, sagen wir mal hier diese Modulfläche, sag hier Modulabstand horizontal verändern oder hier Ausgangspunkt Mitte oder linke Seite des Modulbereichs. Also ich arbeite da mich nicht, also Sie können sich da ausleben und mal rumprobieren. Was ab und zu sinnvoll ist, ist das hier, wenn ich hier drauf klicke, kann ich dann hier zwischen zwei Modulspalten oder Reihen reingehen. Sie sehen das, ich klicke da mal drauf. Jetzt kann ich hier einen Trennungsabstand definieren. Ich möchte, dass es nach rechts verschoben wird. Ich gebe einen Trennungsabstand neu ein, sagen wir mal von 100 Millimetern, wende das Ganze an und jetzt verschiebt es mir die rechte Modulseite, eine Hälfte nach rechts, die Fläche nach rechts. Ich kann das natürlich auch mittig machen. Ich sage nicht rechts, sondern mittig verschieben. Also neu bitte 200 und dann anwenden. Dann schiebt es nach links und rechts aus. So, zurück zu meiner Versionierung. Jetzt habe ich das gar nicht so gewollt. Also füge ich meine vorherige Versionierung ein. Und jetzt sehen Sie, ups, die untere Reihe hatte ich meine alten Versionierung. Die Module sind wieder wie vorher blau gezeichnet. Das heißt, das wird in der Versionierung auch mit abgespeichert. Also aufpassen mit Versionierungen, zu welchen Zeiten die Sie durchführen. Was haben wir hier noch? Die Möglichkeit, eine 3D-Ansicht. Wir haben ja so schon eine 3D-Ansicht, aber jetzt kann ich mal hier draufklicken und dann habe ich hier die 3D-Ansicht von nur der einen Dachfläche. Ich kann hier verschiedene Maps hinterlegen, Bing Maps, Google Maps hinterlegen oder Google Maps HD. Achtung, bei Google Maps HD sind Gelände, Erhöhungen und so weiter mit eingeblendet. Ich zeige das mal. Ich gehe mal hier auf Google Maps HD. Da sehen Sie schon, da arbeitet was und plötzlich verschwindet mein Gebäude jetzt gerade im Gelände. Warum? Weil die Gebäude oder das Gelände, was vorher hier drin war, ist viel höher als das Gebäude, was ich geplant habe und weil es sich um einen Fehler handelt, den ich auch schon gemeldet habe. Da wird auch noch dran gearbeitet,
dass dann das Ganze entsprechend angepasst wird. Aber wir können hier auch sagen, auf erweiterte Parameter und Geländehöhe im näheren Umkreis auch verändern oder irgendwie in die Glättung anpassen. Geländehöhe insgesamt hier kann ich auch anpassen und dann sollte das normalerweise gerade übertragen werden, tut es aber gerade nicht, merke ich. Moment, versuchen wir es nochmal. Habe ich irgendwo einen Speichern? Nee, das greift nicht. Also Sie sehen, dabei handelt es sich auch um einen kleinen Fehler. Also wir können hier verschieben. Also da scheint das Gelände fehlerhaft von Google geliefert zu werden. Lassen wir das mal außen vor. Ich klicke sowieso meistens lieber auf Google Maps einfach. Und Sie sehen aber eben, ich habe hier ein Gebäude, das gar nicht passt zu dem Gebäude im Hintergrund. Deswegen steht hier eine Dachhälfte so allein dort. Kann ich mal einmal wechseln auf Gesamt-3D-Ansicht. Da sehen wir dann eben alle geplanten Dachflächen. Und die können wir natürlich auch hier bei Google Maps HD hinterlegen. Wir können auch einfach die ursprüngliche einfach Grünfläche nehmen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und da kann man sich hier Screenshots aufnehmen, die man nachher im Projektbericht mit ausgegeben bekommt. Was habe ich jetzt angeklickt? Okay. Habe ich das OSM angeklickt? Da gibt es wahrscheinlich einen Fehler, weil das. Oje. Da klicken wir mal hier auf F5, hoffen, dass er da einfach ein Refresh akzeptiert und einfach ja, den Hintergrund aufblendet. Gut. So, dann sind wir hier schon relativ weit durchgekommen. Wir können, normalerweise würden wir hier eine Pause machen, beziehungsweise gibt es da noch Fragen da dazu? Habe ich hier irgendwas vergessen, übersehen? Die Werkzeugleiste werde ich gleich nochmal kurz etwas mehr erklären. David, haben wir Fragen? Aktuell sind keine Fragen mehr. Ich denke mir gerne ein paar Sekunden, vielleicht kommt gerade noch etwas hier. Das ist schon gut, wir machen hier einfach weiter, wenn was kommt. Genau. So, wir haben hier die Werkzeugleiste, die Einstellung habe ich schon erklärt. Wir haben hier die Möglichkeit, Störflächen einzugeben. Wir haben hier die mit dem Handwerkzeug, das heißt, wenn ich das auswähle, weil ich keine rechte Maustaste habe, was eigentlich inzwischen obsolet ist, linke Maustaste gedrückt halten, hin und her ziehen. Wir können hier anklicken und rotieren, das heißt, linke Maustaste gedrückt halten und dann hier hin und her rotieren, wie wir es möchten. Mit der Lupe linke Maustaste nach hinten ziehen, dann zoomt es rein, nach vorne ziehen und zoomt es raus. Ich gehe mal wieder auf die ursprüngliche Ansicht. Das geht aber eben auch mit rechter Maustaste und Rädle an der Maus. Ich kann hier horizontale oder vertikal ausgerichtete Module einfügen. Ich überlappe die etwas und zack, kann ich auch vertikale Module in meine horizontale Modulplanung einfügen. Ob das nützlich ist, ob das angewendet werden soll oder nicht, das müssen Sie selber entscheiden. Hier horizontale Module, dann kann ich einzelne einfügen. Ich kann auch hier einen Rahmen ziehen. Wenn ich das anklicke, wandert hier so ein Punkt mit. Dann kann ich überlappend einen Rahmen ziehen über eine bestehende Modulfläche. Dann versucht es hier Module anzubinden. Kriegt er jetzt auch nicht immer so sauber hin, wie ich das möchte. Also das verwende ich auch sehr selten. Also man sieht, wenn ich zu sehr überlappe, dann fügt er das gar nicht ein. Was kann ich aber sonst noch machen? Ich verschiebe mal kurz das Modulfeld der Kleinwagen nach unten. So, ich kann hier auch diese drei Module anwählen, hier draufklicken und auf diese Mehrfachmodulkopierauswahl gehen. Wenn ich da draufklicke, dann nimmt er mir drei Module mit, jetzt überlappe ich die leicht und fügte alle drei gleichzeitig ein. Wir können hier Hilfslinien einbauen, das heißt, wenn ich hier nicht die Randabstände definiere, sondern sage, ja, ich möchte aber links außen aufpassen, dass ich hier nicht zu weit nach links gehe oder nach unten, hier möchte ich nicht weiter runtergehen. Oder ich möchte dann eben die Module hier, wenn ich jetzt mal hier, sagen wir mal, welche rausnehme. Da ist noch irgendwas im Weg, aber da möchte ich noch Module setzen. Das heißt, ich sage, ich möchte irgendwo hier Module setzen. Dann ist das wie so eine Magnetmöglichkeit einer Hilfslinie. Kann man nutzen, wenn man möchte, muss man nicht. Diese Linien kann man dann auch anklicken und mit Entfernen auf der Tastatur wieder rausnehmen. Das habe ich ja schon erklärt mit den Abständen, Zwischenabständen. Wir haben hier auch ein Maßwerkzeug, das heißt, ich kann hier auch sagen, diese Kante hier links mit der Kante hier rechts einmal verbinden. Da habe ich hier die Abmessung, kann ich hier rausziehen, anklicken und dann habe ich hier eine Abmessung eingeblendet. Ist nicht unbedingt notwendig, im CAD-Plan sieht man das schon ganz gut. Ich kann natürlich auch alles hier oder einzelne Sachen mit diesem Radiergummi löschen, Module, Abmessungen, was auch immer ich eingeblendet habe.
also wieder einfügen, wenn ich möchte. Und dann haben wir hier noch den Magneten. Wofür ist der Magnet? Wenn ich den Magneten verwende, dann kann ich so Sachen machen wie das Modul hier rüberziehen, leicht überlappen und dann fügt es mir an das Modulfeld ein. Wenn ich das nicht mache, ich mache also den Magneten aus, gehe ich hin, ziehe das hier rüber und da sagt er mir, geht nicht. Ich überschneide es mit einem Modul. Allerdings kann ich auch hingehen und sagen, ja, ich möchte das hier platzieren, ohne dass du es anbindest. Weil wenn ich das hier ausblende und ich komme ein bisschen näher ran, dann macht er das wie so ein Magnet und geht wieder ran an die Modulfläche. Und wenn ich mehrere Modulfelder hier mit geringem Abstand planen möchte, dann ist das auch ganz nützlich. Ist vor allen Dingen in der Flachdachplanung anzuwenden. So, dann können wir hier noch einen Screenshot aufnehmen, aber ansonsten war es das schon mit der Anordnung. Haben wir Fragen dazu? Aktuell sind keine Fragen eingegangen. Okay. Dann gehen wir mal weiter zum CAD-Plan. Das heißt, wir haben unsere Planung soweit fertig gemacht. Im Übrigen können wir hier bei der Anordnung zwischen Dachflächen springen. Wir müssen nicht die Dächerverwaltung verwenden. Ich kann hier rüberfahren. Sie sehen, es wird leicht heller. Jetzt Achtung, ich mache einen Doppelklick und dann springt es rüber. Also Doppelklick und dann springt es auf die andere Dachfläche. Das heißt, hier kann ich dann gerade weitermachen oder wieder zurück. Jetzt sagen wir mal, ich möchte aber die Westseite nicht planen. Die kann ich mir auch einfach hier ausblenden. Gehe hier hin. Klick auf inaktiv, hatte ich ja schon gezeigt, speichern, drücke ich mal F5, neu laden und dann wird das hier in der Ansicht ausgeblendet. In der Gesamt-3D-Ansicht allerdings, da klicken wir drauf, wird die andere Dachfläche wieder eingeblendet, einfach ohne Module. Jetzt gehe ich mal weiter zum CAD-Plan. Beim CAD-Plan sehen wir dann einmal die Abmessungen hier von den Sparren untereinander, in Blau dargestellt, die Lattung, Kreuzlattung dargestellt, Abmessung von den Schienen und sonst haben wir eigentlich die anderen Abmessungen ausgeblendet. Können Sie aber einblenden, links oben in der Werkzeugleiste, hier sehen Sie verschiedene Bemaßungsmöglichkeiten. Jetzt fügen wir mal alle ein. Jetzt verstehen Sie auch, warum wir die nicht alle einblenden. Das sind nämlich relativ viele Bemaßungen, die hier möglich sind. Und manchmal überlappen die dann auch, oder? Wenn wir das hier mal anschauen, bestimmte Abstände, die dann überlappen, der Sparrenabstand und irgendwelche Abstände von Modulfläche, Störflächen und so weiter. Das heißt, jetzt laden wir es einfach nochmal neu, dann sind wieder unsere Standardeinstellungen drin. Wir können hier natürlich die Handwerkzeuge verwenden, die wir bei der Anordnung kennen. Und wir können das hier auch koppeln und entkoppeln. Im Übrigen, die Werkzeugleiste können Sie auch einfach mitführen oder sagen, nee, ich möchte die da links haben. Ich verwende die einfach gewohnheitsmäßig da links. Sie können hier einen DXF-3D-Plan, DWG-Plan oder einen PDF-Plan rauslassen. Beim PDF-Plan bei Flachdachanlagen ist das übrigens sehr nützlich. Da gibt es dann noch eine weitere Option, bei der Sie den CAD-Plan je Modulfeld einblenden können. Wenn Sie also ein großes Dach haben mit mehreren Modulfeldern, können Sie das pro Modulfeld hier ausdrucken. Dann haben Sie jede DIN-A4-Seite ein eigenes Modulfeld ausgedrückt. Ist für den Montageplan doch ganz nützlich. Dann muss man nicht alles in A0 ausdrucken. Sie können hier natürlich aber den PDF-Plan jetzt auch in verschiedenen Maßen und Ausrichtungen mit verschiedenen Maßstäben entsprechend ausdrucken, wie Sie das möchten. Standardmäßig wird dann einfach auf A4 im Projektbericht ausgedruckt. DWG DXF 3D, auch ganz nützlich. Allerdings, wenn man das Programm nicht zum Öffnen hat, bringt das nicht viel. Also da müsste man schon das entsprechende Programm haben zum Öffnen. Ich habe das hier auf dem Rechner nicht, deswegen drucke ich das jetzt auch gar nicht aus. Gibt es noch Fragen zum CAD-Plan? Ist da irgendwas reingekommen, David? Ich nehme mal zwischendurch einen Schluck Wasser. Nein, aktuell sind noch keine Fragen reingekommen. Gut. Dann springen wir über zu der Statik. Bei der Statik sehen Sie die Bauteile Auslastung der Berechnung der Lasten nach SIA. Also Sie sehen jetzt hier mal oben rechts eine durchschnittliche Lastanbindung. Ich markiere das mal, dass man es besser sieht. Durchschnittliche Lastanbindung von 63,51% bringt uns jetzt noch nicht viel. Wir haben hier eine ausgelegte Fläche. Oh, jetzt habe ich auf Flächenständigkeit geklickt. Moment, Achtung, aufpassen. Wir haben hier eine ausgelegte Fläche von 57,69 Quadratmetern Modulfläche ausgelegt. Anzahl Befestiger, das sind die Dachhaken. Wir haben hier 56 Befestiger für 31 Module. Gar nicht so schlecht. Kann man vielleicht sogar noch optimieren. Wir können hier die maximale Ausnutzung des Profils
einsehen, 23,62%, also das Profil, die Profile, kein Profil ist mehr als 23,62% ausgelastet. Last auf ausgelegte Fläche, also auf diese gesamte Fläche liegen 71,13 Kilonewton Belastung. Also auf das Dach wird eine Zusatzlast von etwa 710, 715 Kilogramm zusätzlich draufgebracht, inklusive Module und Unterkonstruktion. Maximale Auslastung Basisschiene, das ist also die vertikale Schiene, 79,11%. Die ist meistens auch viel mehr ausgelastet, weil da geht es auch um Spannweiten zwischen den Dachhaken. Der maximale Druck laut SIA 1,2 kN pro Quadratmeter. Das ist natürlich ein kombinierter Druck, nicht nur Schneedruck, sondern kombinierter Schnee- und Winddruck, der im höchsten Fall an dieser Dachfläche irgendwo eintritt. Maximaler Sog. Minus 0,96 Kilonewton pro Quadratmeter. Wieso minus? Weil Sog zieht, das heißt, es ist gegenläufig, also weg von der Dachfläche. Und das entsprechend auch der höchste, irgendwo an der Ecke wird es sein. Also wir sehen das hier, so ein paar graue Striche. Ich kann hier auch wieder draufklicken und Sachen einblenden. Also ich kann hier, also wenn ich das jetzt mache, Statik alle einblenden. Dann sehen Sie unglaublich viele Informationen. Also Sie sehen hier F, G, H, HI, sich überlappende Flächen, die zum Dach gehören, nach den Maßgaben von SIA, entsprechend Aufteilung von der Dachfläche. Alle Sachen kann ich gar nicht mal so erklären, muss ich ehrlich gestehen. Also die meisten brauchen sie auch gar nicht. Also da gibt es einige Statiker, die das vielleicht wissen müssen. Also was aber jetzt zum Beispiel interessant ist, wir haben hier die Auslastung von dem Dachhaken. Jetzt kann ich aber auch noch Kreuzverbinder hier einblenden. Jetzt sehe ich die Ausnutzung der Kreuzschienenverbinder. Ist nicht immer notwendig. Deswegen blenden wir die auch eher aus. Was wir aber machen können, werde ich mal die Ausnutzung der Anbindungspunkte ausblenden, also von den Dachhaken, und kann mal Details-Anbindungspunkte einblenden. Jetzt zoomen wir mal extrem nah ran. Und hier sehen wir, Moment, jetzt vielleicht mal die Ausnutzung der Basisschiene mal hier rausblenden. Hier sehen wir bestimmte Zahlen, also LK3, 2 und 1. Das ist jetzt für uns nicht alle wichtig. Also LK3 ist zum Beispiel hier senkrechter, einwirkender Druck und Sog auf die Modulfläche, also senkrecht, wirklich 90 Grad Winkel zur Modulfläche. Sehen wir hier einen recht geringen Druck und aber einen Sog von minus 0,29 kN. Und das ist der Druck und Sog, der auf diesen Dachhaken einwirkt, senkrecht. Oder? Und dann halt entsprechend gibt es noch Querkraft und parallel zur Dachfläche Druck und Sog, beziehungsweise manchmal geht es nur um Druck. Jawohl, das mal dazu. Das ist schon sehr, sehr ins Detail gegangen. Kann mal wichtig sein, nicht unbedingt immer, aber David, haben wir da Fragen dazwischen bekommen? Es gibt noch eine Frage zum CAD-Plan. Da ist die Frage, ob man CAD-Pläne hochladen kann, ohne sie zuerst als JPEG oder Ähnliches zu exportieren. Also kann ich direkt einen CAD-Plan importieren? Nein, ein CAD-Plan kann ich nicht importieren. Was wir machen können, das werden wir morgen aber in der fortgeschrittenen Schulung nochmal darauf eingehen. Wir können DWG-Dateien einziehen, CAD-Pläne nicht. Die müssen dann einmal als Screenshot, als JPEG abgelegt werden und dann hochgeladen werden. Und dann kann man dann anhand eines Tools entsprechend eine Referenzlinie hinlegen, sodass die Maßstäbe nachher stimmen, wenn man dann den CAD-Plan abzeichnet. Aber CAD-Pläne selber kann man nicht hochladen. DWG-Pläne gehen. Aber auch nochmal kurz, wenn wir das schon einen Exkurs machen, DWG-Pläne müssen Sie aufpassen, weil DWG-Dateien werden oftmals mehrere gezeichnete Lagen übereinander gelegt, oder? Und Sie müssen dem Tool sagen, diese Lage XY ist die Dachkante und diese Lage XY sind Störflächen. Und oftmals ist dann die Dachkante plötzlich gemischt mit einem Gebüsch nebendran oder einer Zeichnung oder irgendeinem Schriftzug und auf einmal funktioniert das Ganze schon gar nicht mehr sauber. Also Sie brauchen eine sehr detailliert gesplittete, also aufgeteilte DWG-Datei, sodass Sie sagen können, Lage XY ist Dachkante, Lage XY Störfläche und so weiter und die anderen brauchen wir gar nicht. Ja?
Also das heißt, der Zeichner muss sehr genau diese Schichten unterschieden haben, damit man es sinnvoll einsetzen kann, ohne großen Bearbeitungsaufwand. Genau, so ist das. Gut, super, danke. So, haben wir noch eine andere Frage da dazu? Aktuell nicht, nein. Dann eDesigner Electric schauen wir uns nicht an. Das ist eine separate Schulung. Wir springen über zur Ausgabe. Zeigen wir noch einmal kurz hier, was sehen wir bei der Ausgabe? Wir sehen hier die Materialliste mit Modul und Unterkonstruktionen. Wir können hier einen Projektbericht erzeugen. Wenn wir hier draufklicken, können den Projektbericht nur für das aktive Dach oder wenn wir mehrere Dächer geplant haben, für alle Dächer gleichzeitig erzeugen. Hier haben wir per Standard schon einige Auswahl für Sie getroffen. Sie können hier aber auch die Details einblenden. Allerdings Achtung, das sind dann gleich mal irgendwie 20, 30 Seiten Projektbericht extra, die dann mit reinfließen, weil da werden sehr detaillierte Statikdetails, die vielleicht für einen Statiker mal wichtig sein könnten, eingeblendet, die aber im Normalfall überhaupt nicht so wichtig sind. Also die Statikdetails, Basiswerte sind schon relativ ausführlich. Da geht es dann wirklich in sehr, sehr in das Detail. Können Sie gerne mal ausprobieren. Ich empfehle das nur für eine Dachfläche mal auszuprobieren, weil sonst haben Sie eine elends große Datei. Können hier auch die PDF komprimieren, als neues Dokument anlegen oder wie auch immer. Das können Sie hier alles entsprechend auswählen. Sie können einzelne Dachflächen an- und abwählen und Projektberichte erzeugen. Sie können das Projekt einfrieren. Warum ist das wichtig? Ich mache das jetzt einmal einfrieren. Jawohl. Wenn das Projekt eingefroren ist, kann niemand mehr darauf arbeiten. Das heißt, das Projekt auch ich selber nicht. Ich kann es natürlich aber auch reaktivieren. Das zeige ich auch gleich. Aber jetzt ist das Projekt in der aktuellen Version dann eingefroren gleich. Bedeutet, wenn mal irgendeine Änderung laut SIA vorgenommen werden muss an der Statikberechnung, wenn mal irgendeine Änderung der Schiene oder der Bauteile vorgenommen werden muss, dann kann das sein, dann gehe ich in die alte Auslegung rein. Ich wollte nur was nachschauen, aber jetzt rechnet er mir alles neu, nur weil ich da reingegangen bin. Und auf einmal sind neue Bauteile drin, Statikberechnung ist neu gemacht worden, irgendwas überschlägt sich. Und dann kann es auch mal zu Fehlermeldungen kommen und so weiter. Deswegen empfehle ich, wenn Sie ein Projekt abgeschlossen haben, haben die Auftragsbestätigung erstellt, Projektbericht ist raus, alles ist erledigt, dann gehen Sie einmal kurz rein, Projekt einfrieren. Sie können es jederzeit auch wieder reaktivieren. Also Sie machen da nichts falsch, sondern eher was richtig. Also wirklich, ich empfehle das immer, das Projekt einfrieren, wenn man es abgeschlossen hat. Und dann kann man nämlich auch in Zukunft auf diese Datenbank zugreifen, auch in 2, 3, 5 Jahren, wie auch immer. Und dann kann man immer in dieses Projekt zurückgehen, wenn man es jetzt zum Beispiel im Projektbericht verloren hat. Ich will den aber wiederfinden, gehe ich hier rein, bin im eingefrorenen Projekt, es passiert also nicht, gehe ich auf Dokumentation und dann kann ich hier mit dem Projektbericht wieder runterladen, den ich hier einmal erzeugt habe. Also Sie sehen auch hier Materialübersicht, Dokumentation und dann die Schienenzuschnitte. Das sind hier die vorgeschlagenen Schienenzuschnitte. Verlassen Sie sich nicht zu fest darauf. Wenn Sie auf der Baustelle sind, dann gibt es immer kleine Unterschiede. Also dann ist plötzlich irgendwie ein Dunstrohr da, das vorher nicht da war. Der Sparren ist ein paar Zentimeter weiter rechts als auf dem Plan oder solche ähnlichen Sachen. Und auf einmal passt die Schienenlänge nicht mehr ganz so. Deswegen please spatzig drin lassen, etwas mehr überlassen bei den Schienenzuschnitten oder halt erst auf der Baustelle zuschneiden, wenn Sie absolut sicher sind, so, ja, das passt. Da kann ich dann lieber zu viel lassen, weil wegschneiden kann man immer, anbauen ist nicht schwer, anbauen muss man immer in halbe Meter Schritten. Also wenn Sie eine Schiene anbinden mit einem Verbinder, Minimum Anbindung halber Meter. Dann haben wir in der Materialübersicht hier die Möglichkeit, die Materialübersicht als PDF von dem einzelnen Dach rauszulassen, bei mehreren Dämmchen Gesamt-PDF, genauso als Excel, CSV oder halt CSV-Total in dem Sinne. Das ist wichtig für unseren Innendienst hauptsächlich, weil wir mit den CSV-Dateien den Übertrag zu uns ins Warenwirtschaftssystem vornehmen. Wie machen Sie das? Ganz einfach über den Webshop. Das zeige ich Ihnen jetzt auch einmal. Ich logge mich hier einmal aus. Ich habe leider keinen Webshop-Zugang für einen Trainingsaccount, aber meinen eigenen kann ich nutzen. Ich gehe jetzt hier auf Solarmarkt GmbH, gehe hier meine Anmeldedaten ein. Hoppala, was sogar mir passiert ist. Das ist Solarmarkt. Jawohl. Achtung, Sie sehen jetzt Sachen, die Sie sonst nicht sehen, wenn Sie eingeloggt sind. Nein, das wollen wir nicht speichern. Jetzt kann ich hier draufklicken. Also hier sind Sachen, die ich als Produktmanager brauche. Ich kann hier dann auf Solarprodukt klicken oder das haben wir jetzt neu eingebaut. Wir können hier auf Solarprodukt klicken. Das ist egal, wo ich hingehe, ist dieser Button dabei. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Solarprodukt.
Jetzt habe ich draufgeklickt. Wichtig war vorher, mich auszuloggen mit der anderen Session, weil das war ein anderer Account. Jetzt bin ich mit meinem Administrator-Account drin. Jetzt kann ich hier mir zum Beispiel irgendein Projekt, da habe ich mal irgendein Testprojekt für Enphase angelegt. Gehe ich hier mal auf Ausgabe. Und bei der Ausgabe habe ich hier verschiedene Sachen hinterlegt. Jetzt kann ich hier sagen, gesamtes Projekt übertragen. Dann überträgt es mir das Projekt in die in den Warenkorb vom Webshop. Es dauert ein kleines Moment, jetzt wird die Liste übertragen und hier haben wir im Shop dann entsprechend einen Test-Warenkorb hinterlegt. Kann ich aber hier hingehen und sagen, weiter einkaufen, zur Kasse Offerte erstellen oder auch einfach einen Warenkorb leeren. So, jetzt melde ich mich hier wieder ab und gehe dann in meinen Schulungs-Account wieder rein. Bedenken Sie, dass Sie bei den Kleinteilen, wenn Sie probieren, so ein Projekt das erste Mal zu realisieren, dass Sie wirklich Reservekomponenten dabei haben. Also schauen Sie, dass Sie genügend Nutensteine haben, dass Sie genügend Dacher haben. Nehmen Sie 2 Dachhaken auch in Reserve. Sie wissen nie, was Sie auf dem Dach antreffen. Das ist ein guter Hinweis. Allerdings mein Hinweis noch dazu. Wir haben seit einiger Zeit inzwischen Verpackungseinheiten eingeführt. Das hat natürlich lagertechnische und speditive Hintergründe. Das heißt, da kann es auch gut sein, dass Sie schon genug Reserve haben mit den Verpackungseinheiten. Vielleicht einmal kurz drüber schauen. Sie können nämlich in der Ausgabe, und das ist auch, soweit ich weiß, im Projektbericht drin, aber vor allen Dingen in der Ausgabe können Sie die exakte Anzahl entsprechend hier sehen. Oder hier die Anzahl mit Verpackungseinheit, hier Anzahl exakt. Also Sie sehen hier die Blechschrauben, bräuchten Sie eigentlich nur 10, aber die Verpackung hat 100 Stück drin. Und früher haben wir tatsächlich 10 Schrauben ausgezählt. Bedeutet natürlich einen recht großen Aufwand, arbeitstechnisch und auch kostentechnisch. Und vor allen Dingen ist das nicht notwendig, dass Sie 10 Blechschrauben geliefert bekommen. Sie bekommen jetzt natürlich ein Päckle mit 100 Schrauben und bei der nächsten Bestellung einfach löschen aus dem Warenkorb und dann wird das auch nicht mitgeliefert. Oder genauso wie hier zum Beispiel Randanschläge oder was ist hier auch, Dachhaken haben wir in 25er Verpackungseinheiten. Oder hier brauchen wir dann zufällig gerade so viele. Ja, einfach, dass Sie das auch mal gesehen haben. Genau, hier zum Beispiel noch eben die Schienenverbinder beide, oder? Die sind jetzt genau in der abgezählten Zahl und da lohnt es sich sicher, wirklich der einen oder anderen mehr zu haben. Hat man kalte Finger auf dem Dach und zack ist das Ding weg. Ja, genau. Ich meine, Schienenverbinder sind jetzt keine kleinen Bauteile, muss man auch dazu sagen. Aber natürlich, dann ist eins irgendwo irgendwo runtergefallen oder im Gulli gelandet oder sonst wie und plötzlich hat oder es ist verbogen, weil irgendeiner da noch irgendwas drauf hat fallen lassen. I don't know. Also immer wirklich da bei sowas schon ein kleines Lager dabei haben im Auto. Also muss ja nicht Riesenlager sein, aber so eine kleine Kiste mit Ersatzmaterial ist immer eigentlich ganz geil. Genau. So, wieso habe ich immer noch den Knopf hier? Sollte eigentlich gar nicht mehr zu sehen sein, aber ist nicht schlimm. Wahrscheinlich, weil ich mich vorher nicht korrekt ausgeloggt hatte. So, wenn keine Fragen mehr sind, wie viel Zeit haben wir denn noch überhaupt? Sind wir denn schon drüber oder sind wir noch im Zeitrahmen? Ich glaube, die Schulung, also bis 16 Uhr, also je nachdem, was Sie möchten, wir können gerne hier die Diskussion noch starten. Geplant wäre eigentlich hier noch ein zweites Beispiel mit einlagegeklemmten Systemen, wobei das auch jetzt sich nicht massiv unterscheidet. Einfach wichtig zu wissen, wenn man ein einlagegeklemmtes System hat, schauen Sie, dass Sie immer an der langen Seite der Module klemmen. Das heißt, wenn Sie einlagegeklemmt mit horizontalen Schienen planen, vertikale Modulausrichtung wählen und wenn Sie dann eine horizontale Modulausrichtung wünschen mit einlagegeklemmtem System, schauen Sie, dass Sie vertikale Schienen nehmen. Ist gerade, wenn man ein Sparrendach hat, oder nimmt man immer horizontale Schienenlagen, weil man die dann vertikal entlang der Kreuzlattung verteilen kann, um den Klemmbereich der Module zu treffen. Bei Pfetten genau andersrum, da nimmt man die einlagige Schiene vertikal, um eben entsprechend je Hochsicke dann variieren zu können und den Klemmbereich der Module zu treffen. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Sparrendach hat und man möchte trotzdem horizontale Module geklemmt haben,
nehmen Sie ein Kreuzverbund-Klemmsystem. Weil ansonsten kann es dann passieren, dass der Sparrenabstand dazu führt, dass Sie gar nicht im Klemmbereich der Module landen und dann ist wieder nachteilig für die Stabilität der Module. Also das kann man immer dann Modul Montageanleitung nachlesen, wo man am besten daran befestigen kann und was für maximale Druck- und Sogwerte je Modul zugelassen sind, ob man jetzt eben mit einem Einlegesystem schafft oder mit einem Klemmsystem entsprechend lange oder kurze Seite, verschiedene Montagemöglichkeiten, weil auf dem Datenblatt steht meistens so das Optimum, irgendwie mit 5400 Druck und 2400 Sogmöglichkeit. Aber wenn Sie dann plötzlich die Montagemöglichkeit variieren und Sie klemmen auf einmal auf der kurzen Seite, lassen viele Modulhersteller plötzlich nur noch 2000 Druck und Sog zu und dann sind Sie oftmals in der Schweiz in einem Bereich, der das Ganze schon überschreitet, oder? Deswegen immer Achtung, was das angeht. Gut. Ja, Petros, ich denke, wir öffnen wirklich noch für Fragen. Dann würde ich mich verabschieden von den Zuschauern, die das nachhören online und stelle die Aufzeichnung jetzt ab.